guten Morgen an den Stream. Wir starten heute stark verspätet, statt um 10.03 Uhr um 10.04 Uhr. Wir sind beschlussfähig, deshalb fangen wir jetzt an. Wir haben als Top 1 Abstimmung über nicht öffentliche Teile. Ich sehe da nichts eingetragen. Dementsprechend müssen wir auch nichts abstimmen. Es sei denn, es mehrt sich jetzt Widerspruch. Dietmar, Moni? Also vor. Nee, erst Dietmar und dann Moni. Okay. Vor nicht öffentlichen Teile steht da okay. Tagesordnung. Dietmar hat gesagt, ja, okay, habe ich das richtig verstanden? Dass ich was sage. Habe ich so wahrgenommen. Steht der Punkt Tagesordnung und ich hätte gerne zwei Punkte zur Tagesordnung gesagt. Ich hätte gerne eine Veränderung der Tagesordnung. Zum einen habe ich beantragt, auf die Fraktionssitzung den Punkt Inklusion zu setzen. Da ist mir dann beschieden worden, das würde hier zur Eskalation in der Frasi führen. Erstens, wenn ich einen Top beantrage, möchte ich, dass der hier hingestellt wird. Zweitens, ist das ein Punkt von 5 Minuten, der überhaupt kein Eskalationspotenzial birgt. Und es ist mir völlig unverständlich, warum man den Top dann nicht einfach hier auf die Fraktionssitzung stellt. Das Zweite ist, ich habe am Sonntag eine Mail an den Vorstand geschrieben. Da geht es um eine Machbarkeitsstudie zur Erstellung und Genehmigung eines Schulbuchs unter freier Lizenz. Ich hatte den Vorstand gebeten, sich das anzuschauen, positiv zu bescheiden und dann heute als Top auf die Frasi zu setzen. Das ist nicht passiert. Und insofern möchte ich bitten, dass wir auch diesen Tagesordnungspunkt heute kurz behandeln. Ja, ich hatte in einer E-Mail gestern oder sogar Sonntag, weiß ich gar nicht, einen nicht öffentlichen Teil beantragt in Bezug auf die Einbindung der Fraktion in die Strukturierung der kommunalen Geschichten, veranlasst durch eine E-Mail aus dem Landesvorstand heraus, wonach also Ressourcen. Ja. Okay. Gut, dann wissen alle Bescheid. Ja, ich hörte auch, dass viele eben gar keine E-Mails lesen oder so, oder einige zumindest. Gut, und das andere wäre, dass wir doch vielleicht einmal kurz über die Kaffeemaschine reden. So leid es mir tut. Ja, gerne auch in einem nicht öffentlichen Teil, um uns nicht der Lächerlichkeit preiszugeben, aber ich würde da gerne schon ein paar Worte zu sagen oder hören auch. Es geht nicht um die Entscheidung, es geht, um es ganz klar zu sagen, es geht hier nicht um die Frage, dass der Vorstand was entscheidet, sondern es geht einfach darum, ob wir uns das so in dieser Form insgesamt leisten wollen. Okay, also ja, ich habe die Mails auch gelesen, Moni, ich gebe dir recht. Ich wundere mich jetzt auch, dass es hier nicht draufsteht. Es sind beide PGFs jetzt gerade nicht da. Vielleicht können wir das dann später klären, aber da wir nicht viele Punkte haben, ist das in Ordnung für dich, wenn wir die beiden Punkte ans Ende setzen? Keine Ahnung. Gut, dann machen wir das. Und das war rechtzeitig beantragt, ansonsten der nicht öffentliche Teil war auch rechtzeitig beantragt bezüglich dem Kommunalfuhr, aber Kaffeemaschine ist mir jetzt eigentlich ein bisschen spät. Also ja, ist aber erst aus der Fraktionsvorstandssitzung heraus überhaupt publik geworden, also sorry. Dann hättest du ja gestern Nachmittag eine Mail schreiben können. Also was nachts nach zwei reinkommt, kann leider nicht mehr berücksichtigt werden. Ja. Okay, wir haben also einen Antrag auf einen nicht öffentlichen Teil von Dietmar. Wer möchte diesen Teil nicht öffentlich behandeln? Bitte ich um das Handzeichen. Wir brauchen dafür eine Zeitangabe. Ach so, ja. Ich denke mal. Nee, ansonsten auch zurück, vielleicht. Also, nee, bestimmt nicht. Also, ich glaube nicht, dass wir per se den zweiten oder heute Nacht noch beantragten Top, den Dietmar gerne beraten haben möchte, dass wir den einfach wegwischen sollten, nur weil er so spät eingereicht wurde. In der Tat hat das ja mit der Vorstandssitzung zu tun. Ich persönlich sehe zwar keinen großen Beratungsbedarf, aber wenn du den eben siehst, sollten wir das machen. Da wir den nicht öffentlichen Teil, den du ja dafür auch beantragen würdest, wenn ich das richtig verstanden habe, sowieso am Ende der Fraktionssitzung haben,
frisst das letzten Endes ja auch kein Brot. Also dafür müssen wir es nicht eine Woche oder irgendwie sowas schieben. Also insofern würde ich bitten, da beide Teile anzunehmen. Dietmar müsste dann allerdings noch eben den entsprechenden Zeitrahmen sagen. Mache ich gerne. Also was den ersten Teil angeht, denke ich mal 10 Minuten, Viertelstunde. Und den zweiten Teil mit der Kaffeemaschine ähnlich. Also länger sollte das. Ja, ganz wirklich, weil die Argumente kennen wir ja alle. Und ne, 10 bis 15 Minuten, also so europäische Weltnormalzeit sozusagen. Ich will ja gar keine großartigen Ausführungen zu machen, die habe ich ja schon gemacht. Okay. Das heißt, wir haben dann in Summe eine halbe Stunde nicht öffentlicher Teil, würden damit um 13 Uhr beginnen und Argumentation hat mich überzeugt, dann machen wir das dann in einem Rutsch, beide Sachen im nicht öffentlichen Teil, es sei denn, ich sehe jetzt Widerspruch. Das ist nicht der Fall, dann machen wir das so. So, Top 2 würde ich jetzt gerne schieben. Ich habe von Ingo die Nachricht, dass er etwas später kommt. Er bat, dass wir den Top-Pressestelle verschieben. Und ich sehe keinen PGF, der sonst den Bericht des Vorstands macht. Es sei denn, Joachim, möchtest du den eben machen? Dann bitte. Es ging ja um die gestrige Sitzung, kann ich eben machen. Also wie gesagt, gestern ist der Bericht der Pressestelle ausgefallen bzw. geschoben worden wegen Urlaub. Dann gab es Bericht des Fraktionsgeschäftsführers, auch bezüglich der Orga-Fragen zur Fraktionsklausur. Wir haben dann über die Aktuelle Stunde beraten. Es lagen ja zwei Themen auf dem Tisch und einen, das mit den Nazis in Dortmund, haben wir dann eingereicht. Der ist ja, wie euch allen bekannt, schon abgelehnt worden. Dann haben wir die heutige Sitzung vorbereitet. Zu Top 5 gab es noch einen Aufschlag von Nico zum Thema Neuwahl eines stellvertretenden Wahlmitglieds des Verfassungsgerichtshofes. Nico hat dazu keine Rückmeldung bekommen und die Idee ist, wenn wir den nicht, wie wir das früher schon mal gemacht haben, kennenlernen können, wie auch immer, dass wir uns dann auf eine Abstimmungsempfehlung Enthaltung verständigen sollten. Das war der Vorschlag. Müsste vielleicht heute noch abgestimmt werden. Ja, dann war ein weiterer Top, bitte? Wobei, Abstimmung, es ist eine geheime Wahl, ne? Also, jeder latscht dann dahin und macht sein Kreuzchen oder so. Ne? Dann haben wir nochmal die Vorbereitung der Klausurtagung besprochen. Bezüglich der Moderation gibt es noch keine Rückmeldung, wie ich das heute Morgen erfahren habe. Wir haben uns dann grob um die Tagesordnung so ein bisschen gekümmert und wir waren im Vorstand einhellig der Meinung, dass wir die Tagesordnungspunkte in gewisser Weise zeitlich begrenzen sollten, um damit durchzukommen. Dann hatten wir noch den Topf Vorbereitung Vorstandswahl, dann nochmal die eben schon erwähnte Kaffeemaschine und das war es im Prinzip aus der Vorstandssitzung von gestern. Ich wollte nur ein paar Kleinigkeiten ergänzen nochmal, weil ja auch der Bericht von mir angesprochen worden ist. Was die Klausurtagung angeht, ist ja auf den Weg gebracht, die Abfrage, wer teilnimmt. Und es wird auch nur ein Hotel in Frage kommen. Alle anderen haben abgesagt, weil nämlich parallel die Gary Weber Open laufen. Das heißt also, wir werden, wie es aussieht, nur in dem, was heißt nur, ist ein ordentliches Hotel, im Best Western Hotel landen. Ja, ich bitte nur noch mal kurzfristig jetzt auch die Abfrage, die Britta gemacht hat, zu beantworten, damit bis morgen, übermorgen abschließend gebucht werden kann. Falls jemand einen Tag vorher anreisen möchte, ist ja auch möglich, kann ja auch sein, meine ich, das sollte dann vielleicht vermerkt werden. So, der Beginn ist ja für den 12. auf 11 Uhr in etwa angepeilt worden. Das wollte ich nur kurz ergänzen und dann vielleicht auch noch mal darauf hinweisen, als Moderation ist ja offensichtlich wieder Frau Terlinden vorgesehen. Ich habe das im Auftrag des Vorstandes gestern noch mal abgefragt, aber noch kein Feedback weder per Mail noch per Handy bisher bekommen, auch heute noch nicht. Ich habe heute Morgen auch versucht. Dann habe ich auch gestern kurz berichtet, was den Auftrag hier
der Fraktion angeht, hinsichtlich Präsentation, Stichwort Referententableau. Du erinnerst dich, Moni, du hattest das ja aufgeworfen. Ich möchte noch mal ausdrücklich darauf verweisen, das hatte ich aber beim Auftrag auch schon gesagt, dass das sehr kurzfristig ist und ich deshalb die Präsentation auch erst am 12. Dort unterm Arm mitbringen kann zu dem Tagesordnungspunkt. Ich bitte da um Verständnis, weil wir haben parallel den Wirtschaftsprüfer im Haus und Jahresabschlussarbeiten haben nun oberste Priorität und dringende Personalia, wovon wir auch allerlei haben, haben auch oberste Priorität. Das habe ich gestern berichtet, möchte ich in dem Kreis hier nochmal ausdrücklich sagen. Ich versuche die Präsentation eher unaufwendig und entscheidungsorientiert zu machen. Ja, dann gibt es laufende Gespräche mit dem Betriebsrat über verschiedene Personalia, wo ich hoffe, dass ein paar Unzulänglichkeiten, die aufgetreten sind, sich heilen lassen, wenn ich das mal so allgemein sagen darf. Ja, gut. Das ist jetzt Dietmar? Spontan. Du hattest dich gemeldet. Ja, dann ist jetzt der Tore dran. Ich habe dich gesehen. Ja, zwei Dinge. Zum einen möchte ich anknüpfen an Harald. Eigentlich dachte ich, wir besprechen diese Dinge heute auch in einem nicht öffentlichen Teil nochmal, weil wir da ja auch eine Entscheidung treffen müssen. Wir hatten gestern kurz drüber gesprochen. Ne? Ja, wir müssten das dann hier nur beschließen, weil ich dachte, du hättest das schon auf die Tagesordnung gesetzt, hatte ich ja gefragt. Nein, hatte ich nicht. Genau, das müssten wir gleich vielleicht dann nochmal einmal nachholen. Zum anderen, zu den Ausführungen, die Joachim gemacht hat, zur Aktuellen Stunde, möchte ich nur kurz bemerken, dass unsere Aktuelle Stunde, die sich um die Ereignisse in Dortmund drehen, vom Wahlabend, die ja am Dienstag und Mittwoch erst medial behandelt worden sind, also nach der Antragsfrist für normale Anträge, nicht angenommen worden sind wegen fehlender Aktualität und stattdessen der Antrag der FDP zur Aktuellen Stunde genommen wird, wo es sich darum dreht, die Schuldenbremse 2020 einzuhandeln. Fehlende Aktualität finde ich in der Hinsicht Bandbreite. Also das als Argumentation zu nutzen, ist frech. Punkt. Okay, Moni? Ich würde gerne, wie wir das immer gemacht haben, hier in der Fraktion darüber abstimmen, ob Frau Terlinden kommen soll. Ich will das nicht machen, weil das irgendwie kritisch ist, aber ich glaube, dass das ein Zeichen ist, dass wir alle das wollen, auch nach dieser etwas unglücklichen, sage ich mal, Kommunikation mit ihr. Und ich fand das immer gut, dass wir die Hand hier gehoben haben in der Fraktion und gesagt haben, wir möchten, dass Frau Terlinden kommt. Und das ist, glaube ich, keine Tat, das hier eben zu tun und tatsächlich die Fraktion das entscheiden zu lassen. Ich denke, das können wir gleich eben machen. Ich habe noch eine Wortmeldung von Dietmar. Ja, ich bin da völlig bei Toso und ich setze noch einen drauf. Also es geht jetzt ja gar nicht so im Wesentlichen um die Schuldenbremse, das ist ja diese Zielvorgabe, sondern es geht um Daten, Fakten, Zahlen von RWI und IW, die älter sind als 2 Wochen. Ja, im Zeitpunkt der Beantragung, wohlbemerkt. Das muss man auch noch dann ergänzen. Deswegen bin ich auch einigermaßen erstaunt, dass diese Aktuelle Stunde aber offenbar mangels Kenntnis der Präsidentin von den tatsächlichen Umständen angenommen worden ist. Daniel? Ja. Also zunächst die beantragten aktuellen Stunden. Oder vielleicht, ich nehme das jetzt einfach zum Anlass, so das generelle Prozedere einfach nochmal irgendwie abzusprechen. Es ist immer so, an dem Montag in der Plenarwoche bekomme ich irgendwann 13, 13.30, 14 Uhr, diesmal relativ spät, wir warten, glaube ich, fast 2:30, einen Anruf aus dem Präsidialbüro. Ich sag mal, da wird mir die mehr oder weniger die Entscheidung der Präsidentin, sage ich mal, übermittelt. Ich habe dann natürlich die Möglichkeit, darauf noch irgendwie versuchen einzuwirken. Aber das ist ja auch laut Geschäftsordnung nur relativ eingeschränkt möglich. Sagen wir es einfach mal so. Letzten Endes ist das Entscheidung der Präsidentin. Ne? So wird mit mir verfahren und mit den anderen 3 Vizepräsidenten letzten Endes auch. Ich würde mir 2 Dinge wünschen. Also zum einen, über das erste haben wir schon ganz oft letzten Endes gesprochen, was unseren eigenen oder unsere eigenen aktuellen Stunden angeht. Das hat jetzt dieses Mal recht gut geklappt, weil ich
da mit Toso auch im Gespräch war und ich ja auch darauf hingewiesen hatte, dass ich das kritisch sehe mit der Aktualität, weil eben die Vorfälle an sich tatsächlich ja an dem Sonntag gewesen sind. In der Tat ist es aber so, das entsprechende Material, worauf wir uns ja beziehen, ist dann erst in den Folgetagen ja auch öffentlich geworden. Ich glaube schon, dass man dieser Aktuellen Stunde hätte zustimmen können unter den gegebenen Voraussetzungen. Was mir allerdings dann in so einem Telefonat gestern nicht möglich ist oder möglich war, ich kann mit dem Antrag der FDP nichts anfangen. Ja? Also das Ding sehe ich halt und da sehe ich halt, da wird sich ja, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, auf irgendeine Studie oder was weiß ich, oder irgendeine Veröffentlichung letzten Endes bezogen. Diese Veröffentlichung, die ist aktuell. Also, ja, aber, also ich kann jetzt nicht den Antrag so intensiv recherchieren, weil ich da ja nicht im Thema bin und auch gar nicht will oder sein will. Da bitte ich dann einfach um, wenn es irgendwie zeitlich möglich ist, um kurzes Feedback. Wenn ich da dann nämlich sagen kann, aber pass mal auf, unseren vielleicht wegen mangelnder Aktualität abzulehnen, aber einen FDP-Antrag dann zu gewähren, der im Prinzip sich auf Zahlen und Zahlenmaterial bezieht, die 2 Wochen alt sind. Wenn ich diese Informationen da streuen kann, dann habe ich auch möglicherweise dann wirklich noch eine Einflussmöglichkeit auf die Genehmigung der Aktuellen Stunde. Ja? Das kann natürlich tatsächlich sein, dass die Präsidentin das möglicherweise nicht gesehen hat oder nicht weiß oder wie auch immer in ihrer Entscheidungsfindung. Das ist mir aber nicht klar in dem Moment. Da weiß ich auch nicht, wie die Abläufe im Präsidialbüro dann tatsächlich sind. Also da bitte ich einfach nochmal tatsächlich um entsprechendes Feedback, wenn ihr die anderen Aktuellen Stunden, die beantragten Aktuellen Stunden seht. Das hat ja gut geklappt, die sind rumgeschickt worden sehr zeitig. Dann gebt mir bitte ein kurzes Feedback, wie ich damit irgendwie umzugehen habe. Ich gucke immer, egal ob ich hier bin oder sonst wo bin, ich weiß halt, dass Montag in dem Zeitraum zwischen 12 und 14 Uhr es um die Aktuellen Stunden und Eilanträge geht. Ich bin da irgendwie erreichbar, mindestens per Mail. Sogar per Telefon. Sogar auch per Telefon, ja, wie gestern. Gut, danke. Dann stimmen wir nochmal gemeinsam auf Munis Wunsch hin ab, dass wir Frau Terlin bei der nächsten Fraktionssitzung als unsere Moderatorin, Mediatorin... Klausurtagung, was habe ich denn gesagt? Oh. Auf unserer nächsten Klausurtagung als Moderatorin, Mediatorin haben möchten. Wer dafür ist, den bitte ich um das Handzeichen. Danke, Stefan, das ist einstimmig. Gut, dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Ich hatte eigentlich gestern gebeten, dass mein Änderungsantrag rumgeschickt wird. Ich hoffe, dass das jetzt gleich noch passiert. Ich habe gesehen, er liegt euch noch nicht vor. Das ist ein Änderungsantrag zur Zukunft der Schafhaltung in NRW von SPD und Grünen. Ja, ist toll, ich weiß. Delfine, Hunde, jetzt Schafe. Ich kann es nicht ändern. Wenn ihr den erst schriftlich vorliegen haben wollt, dann müsste ich das bis gleich schieben, bis der per Mail einmal rum ist. Ich kann euch nur sagen, dass er gestern im AK positiv verabschiedet worden ist. Es ist keine Änderung des Antrags, sondern eine Erweiterung des Antrags. Und zwar geht es darum, dass die Imker beim Agrardiesel steuerlich vergünstigt werden und dass die Schäfer diese Vergünstigung nicht haben. Wir möchten, dass das einfach, weil es eine Ungerechtigkeit ist, die Schäfer das auch bekommen. Und zwar eben nicht nur, wenn sie mit dem Traktor rumfahren, sondern die fahren ja auch auf die Wiesen und so, wenn sie ihren Pkw nutzen. Das ist die Ergänzung. Aber wir können gerne warten, bis ihr ihn schriftlich vorliegen habt. Weitere Anträge zum nächsten Plenum sehe ich. Olaf, Daniel, bitte. Ich hatte gestern und auch heute noch mal einen Antrag rumgeschickt, und zwar einen Änderungsantrag zu dem Kiebitzgesetz, in dem es um Kinderrechte geht. Der sollte jedem vorliegen. Also gestern irgendwo, ich sage mal so gegen 14 Uhr müsste der, glaube ich, rausgegangen sein. Und den würde ich gerne noch abstimmen lassen, ob der gestellt wird im Plenum. Also ob wir diesen Antrag so stellen wollen. Das ist noch die Frage. Ich plädiere natürlich dafür, dass dieser Antrag gestellt wird, weil
Das ist das Einzige, was in dem Gesetz meiner Meinung nach wirklich völlig fehlt. Da kann man über vieles drüber streiten, was gut oder schlecht ist an dem Gesetz, aber da werden die Kinderrechte nicht einmal erwähnt. Es gibt zwar auch jetzt einen Änderungsantrag von Rot-Grün, wo sie einmal sagen, sie verweisen auf Artikel 6, aber mehr auch nicht. Artikel 6 der Landesverfassung, da werden dann zwar die Kinderrechte erwähnt, mehr wird aber nicht gemacht. Der Antrag von uns oder beziehungsweise der Antrag, der jetzt euch vorliegt, der erwähnt die Kinderrechte ganz eindeutig. Wir haben genau diese Kinderrechte rausgesucht, die mit der Bildung, mit der frühkindlichen Bildung eng zusammenstehen und haben auch die allgemeinen Grundsätze dahingehend erweitert, dass die Kinderrechte ein Teil der frühkindlichen Bildung werden sollen. Also, dass Kinder mindestens einmal im Jahr, genauso haben wir es auch da reingeschrieben, über ihre Rechte ausführlich informiert werden und sogar auch ihre Eltern. Weil sobald man das Wort Kinderrechte heute erwähnt, zucken die meisten Leute eigentlich mit den Schultern und wissen nicht mal, dass es die gibt. Vor allem auch viele Eltern. Das zu dem Antrag, wie gesagt, es war jetzt eine Rede dafür und würde euch bitten, den Antrag anzunehmen. Daniel? Ja, nur zwei Sätze vielleicht zur Ergänzung. Dieser Änderungsantrag ist der zweite Änderungsantrag, den wir zum Kinderbildungsgesetz gestellt haben. Unser erster Änderungsantrag wurde im Ausschuss zwar abgelehnt letzte Woche, allerdings Teilpunkte, die wir dort mit gefordert haben, sind im Änderungsantrag von Rot-Grün mit aufgenommen worden. Ja, also durchaus Forderungen, die wir gestellt haben, hat Rot-Grün tatsächlich dann in einem eigenen Änderungsantrag noch umgesetzt. Ich sage mal, wir würden uns natürlich hier tatsächlich Ähnliches wünschen. Dieses Thema Kinderrechte ist tatsächlich sehr spannend. Wir hatten eine Anhörung ja auch zum Kinderbildungsgesetz. Da ist es auch nochmal deutlich gesagt worden, dass es eben, sagen wir mal, die Erwähnung mangelhaft ist. Das führte eben dazu, dass Rot-Grün jetzt noch gesagt hat, okay, wir packen halt zumindest diesen Verweis damit rein. Also, dass irgendwo das Wort Kinderrechte dann letzten Endes auftaucht, ja, aber halt eben nicht ausformuliert. Und wir wollen das letzten Endes halt ein bisschen verbindlicher gestalten, indem wir das tatsächlich ausschmücken und noch mit ins Kinderbildungsgesetz reinnehmen, an den Stellen, wo es aus unserer Sicht dann tatsächlich reingehört und nicht mit einem Verweis auf irgendwas anderes. Das ist einfach der Punkt. Könnte ganz spannend werden, wie sich die anderen dazu verhalten werden. Gib mir mal eben 20 Sekunden. Okay, dann mache ich mal eben kurz weiter. So wie ich sehe, waren wir jetzt gerade bei Top 3 Anträge für das nächste Plenum. Kinderbildungsgesetz, hat da jemand noch weitere Fragen zu? Oder seid ihr mit den Erläuterungen so einverstanden? Ist das der gleiche Antrag, der auch schon im Umlaufbeschluss lief, Daniel? Oder? Also Umlaufbeschluss letzte Woche war der erste Änderungsantrag. Okay. Wie gesagt, den haben wir im Ausschuss wegstimmen lassen sozusagen. Genau. Und also bei dem Änderungsantrag haben wir uns bewusst dazu entschieden, den erst im Plenum aufzustellen. Müssen wir den jetzt erst noch beschließen? Den müssen wir beschließen. Ja, gut. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann würde ich mal einfach fragen, ob es Widerstände dazu gibt, diesen Antrag einzubringen. Oh, Hightech. Ihr kennt das noch mit dem Widerstand? Alles klar. Gut, dann sehe ich den so als bestätigt an. Keine Ursache. Ach, du meinst gar nicht mich. Ja, richtig. Gut, dann kommen wir zum Top 4. Ihr müsst euch entscheiden. Ich kann das nicht entscheiden, wer zuerst war. Dann Nico zuerst. Danke. Noch zu den Anträgen. Kein neuer Antrag, sondern Diskussion über den morgigen Top 4 Antrag Enquete-Kommission zur ÖPNV. Da gab es seit der letzten PGF-Runde und Ältestenratssitzung einige Diskussionen hinter den Kulissen. Hintergrund ist, dass die SPD ob des unseres gewählten Zeitpunktes irritiert war. Und insofern Kritik geäußert hat, dass es da eine Vereinbarung, sich auf eine Vereinbarung berufen haben, die davon spricht, die beinhalten soll, erst zur zweiten Hälfte dieser Legislaturperiode weitere Enquetes einzusetzen.
Es wurde viel telefoniert. Ich habe natürlich auch mit Moni gesprochen, die mir gesagt hat, dass sie eine solche Vereinbarung nicht getroffen hat. Das hat mir in der Diskussion mit meinen Kollegen von der SPD jetzt nicht so ganz weiter geholfen. Die waren stur und sagten, es gibt halt diese Vereinbarung. Ich war kann man im Protokoll nachlesen. Ein bisschen hin und her, nicht hin und her gerissen, aber so ein bisschen zwischen den Stühlen. Und es ist natürlich an der Stelle schwierig, für mich dann da ein optimales Vorgehen zu wählen. Man könnte jetzt sich auf den Standpunkt stellen, wir belassen das jetzt bei diesem Antrag, stellen den so. Dann dürfte klar sein, dass wir das nicht mit einer breiten Mehrheit, dass dieser Antrag nicht mit einer breiten Mehrheit angenommen wird, sondern im Zweifel nur mit CDU, FDP, wenn überhaupt. Und das ist natürlich bei einer Enquete jetzt nicht unbedingt so der beste Startpunkt. Kann man machen, aber man muss sich klar sein, dass das sozusagen die Arbeitsweise der Enquete natürlich nicht positiv beeinflusst. Und was auch standardmäßig dann in den Raum gestellt wird, ist natürlich die Aussage, wenn wir uns nicht an bestimmte Sachen halten würden, dann wäre man in Zukunft eben auch nicht gehalten, sich an andere Absprachen zu halten. Das ist einfach das. Ich gebe das jetzt einfach kommentarlos so wieder, wie es mir gesagt wurde, ohne dass ich jetzt da sage, ob das jetzt der Wahrheit entspricht, was diese Absprache angeht oder nicht. Ist einfach die Ausgangsbasis. Nach einigen Gesprächen hat sich jetzt folgendes Alternativszenario herauskristallisiert, was dazu führen würde, dass die SPD und damit auch die Grünen diesem Antrag ebenfalls zustimmen würden. Wir würden ab 1. November diesen Jahres diese Enquete bekommen. Es gibt da haushalterische Gesichtspunkte. Das ist in dem bisherigen Einzelplan 1 so nicht berücksichtigt. Diese Aufwendung für eine zusätzliche Enquete und man würde das dann durch, ich sag mal, Umwidmung, ich weiß nicht, ob das der richtige haushalterische Begriff ist, Harald, aber sozusagen durch Umschichtung erreichen, dass man da die entsprechenden Finanzmittel aufteilt und der Einsetzungsbeschluss würde im Juli-Plenum erfolgen, was dazu führt, dass der Tagesordnungspunkt 4 jetzt im Juni-Plenum entfällt und unsere Anträge in der Tagesordnung entsprechend aufrutschen würden. Das ist der Vorschlag, der jetzt im Raum steht. Ich habe mich mit Oliver gerade eben beraten. Es gibt bei dem Antrag auch noch sage ich mal, ein paar inhaltliche Anmerkungen seitens der Verwaltung, die heute eingetroffen sind. Da könnte man die Zeit jetzt auch nochmal nutzen, da gegebenenfalls nochmal drüber zu gehen und da bestimmte Klarstellungen zu treffen, die von der Verwaltung angemerkt wurden oder mit denen zu sprechen, ob das tatsächlich gemacht werden muss oder ob man es so belassen kann. Und Oliver war zumindest auch der Auffassung, dass es ein Vorteil ist, wenn man von der Arbeitsweise her mit einem einstimmigen Beschluss daran geht an eine Enquete-Kommission, weil das für die Arbeitsweise der Enquete eben positiv ist. Auf der anderen Seite ist natürlich auch klar, dass jetzt der frühere Zeitpunkt für uns im Zweifel ein taktischer Vorteil ist. Und das ist eine Abwägungsfrage. Aus meiner Sicht überwiegen die Vorteile für eine Verschiebung dieses Tagesordnungspunktes. Aber letztlich ist das die Entscheidung der Fraktion, weil die Fraktion hatte beschlossen, diesen Antrag ins Juni-Plenum
einzubringen und da ist er jetzt auf Top 4. Aber ich wollte jetzt euch davon in Kenntnis setzen, weil es ist letztlich dann die Entscheidung der Fraktion, wie sie sich an der Stelle verhalten möchte. Daniel. Ich weiß nicht, ob Moni noch mal ergänzen will nachher zur PGF-Runde, aber du hast es ja auch schon entsprechend dazu gemailt. Ich wollte hier noch ergänzen, wir haben seinerzeit auch im Präsidium genau darüber gesprochen, wo es sicherlich um eine gewisse Verteilung eben der Enquete-Kommissionen ging. Und da weiß ich auch eben, oder von daher weiß ich auch, dass das Thema in der PGF-Runde war. Und die Verständigung war letzten Endes, dass es halt eine gewisse Verteilung gibt oder geben soll. Also dass nicht alle 5 Fraktionen sozusagen ihre Enquete zum gleichen Zeitpunkt halt beantragen. Das verstehe ich, das macht Sinn. Das hatte damals dann die Diskussion um die zusätzlichen Anmietungen dann auch in der Lippestraße und so weiter dann eben eine Rolle gespielt, wie viele Büros da entsprechend eben angemietet werden und so weiter und so fort. Eine formelle Absprache kenne ich nicht, ne? Also dass irgendwo gesagt wurde, wir machen das erst tatsächlich in der zweiten Hälfte oder 2016 oder 2015, keine Ahnung wann irgendwann, macht auch keinen Sinn. Letzten Endes, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe, fehlen ja auch noch 3 Enquete-Kommissionen. Das heißt, es gibt so oder so eine Überschneidung mit irgendeiner anderen Enquete. Also zu irgendeinem gewissen Zeitpunkt wird es hier 3 Enquete-Kommissionen gleichzeitig geben. Andere Modelle müsste man mir einfach nochmal vorrechnen, aber ich kriege sie halt nicht irgendwie hin. Was den Zeitraum angeht, also ich verstehe das als Ollis Enquete, und wenn das für einen Olli soweit in Ordnung ist, dann können wir da, glaube ich, auch diesen Deal mitgehen, dass wir halt sagen, wir beantragen das Ding halt im Juli und lassen das dann halt eben zum November starten. Ich muss allerdings einfach dazu sagen, also ich verstehe nicht ganz, wo die Schwierigkeiten da bei den anderen sind. Also diesen sachlichen Grund, der hier genannt wird, ne, mit den Überschneidungen anderer Enquete-Kommissionen, ich glaube, den konnte ich ja gerade ausräumen, den gibt es einfach nicht, oder den gibt es, aber den gibt es so oder so, egal wann wir die einsetzen. Irgendwas anderes schwebt damit. Ich weiß aber nicht, was. Und ich weiß auch nicht, ob die anderen Fraktionen, also Rot-Grün, das gerade damit heilen, indem wir das Ding halt noch einen Monat schieben. Ne? Das ist vielleicht auch irgendwie so ein kleines politisches Spielchen, was da getrieben wird. Vielleicht ist es aber auch einfach nur aus Prinzip, ihr habt nicht frühzeitig mit uns gesprochen oder was, ihr seid doof, ich weiß es nicht. Vielleicht finden ihr auch die Enquete scheiße, ist im Prinzip egal. Also wenn Olli sagt aus dem Bauch heraus, das ist in Ordnung mit Juli, dann sollten wir es tun. Frank? Ja, also wie sich das anhört von der Schilderung her, ich bin schon der Auffassung, dass es auch wenn man in Anführungsstrichen jetzt hart bleiben würde, eine gemeinsame Entscheidung für die Enquete geben würde, dass also viel Säbelrasseln dabei ist. Hört sich zumindest, wie gesagt, von der Schilderung so an. Außerdem, wenn es ein wirkliches Problem gäbe, was ja nicht benannt ist, ist die Frage, ob dieser eine Monat, also was der löst, wie Daniel eigentlich gerade sagte, weil so wie ich das sehe, die Enquete wäre, selbst wenn sie jetzt morgen behandelt würde, wäre auch nicht zum 1. September eingesetzt, sondern 1. Oktober sinnvollerweise. Das heißt, wir reden tatsächlich von einem, nur von einem Monat. Meine Frage jetzt hier, hat das was mit der Anhörung zum Thema ÖPNV-Finanzierung, die ja gerade noch läuft, zu tun? Gibt es da irgendwie einen Zusammenhang oder gibt es irgendeine sachliche Erklärung von der fachlichen Seite, was der Grund sein könnte? Nico? Ja, um auf Daniel und Frank zu antworten. Es mag oder es ist wahrscheinlich so, es mag so sein, es ist wahrscheinlich so, dass sowohl das Thema der Enquete von uns gut gewählt ist und den anderen Kopfzerbrechen bereiten mag und auch eben der Zeitpunkt. Und dass es da Überlegungen von Rot-Grün oder von der Regierungsseite gibt, an dem Thema jetzt was zu machen, da ist die Anhörung einerseits, ein gewisses mediale Aufmerksamkeit ist da und es steht da wohl auch noch ein Bericht an, der
ein Zwischenbericht, der vielleicht medienwirksam platziert werden soll, wo dann eine Initiative der Opposition nicht so ins Konzept passt. Ja, das will ich gar nicht ausschließen, dass diese Überlegungen da eine Rolle oder vielleicht sogar eine erhebliche oder die Rolle gespielt haben. In der Diskussion wurde allein formal diskutiert und argumentiert und alleine sich darauf berufen, auf die angeblich im Raum stehende Absprache, wie genau die dann auch immer ausgefallen sein soll. Wie gesagt, protokolliert ist nichts. Ja? So, nur die Beteiligten und nicht nur Rot-Grün, auch die übrigen Beteiligten haben eine solche Abrede, als existent angesehen, wobei es da beim Wortlaut wahrscheinlich unterschiedliche Auslegungen gibt. Hilft mir an der Stelle nur leider nicht weiter. Und die Frage ist eben, lässt man sich darauf ein, riskiert man dann durch die Verschiebung, dass man da vielleicht medial nicht alle Vorteile nutzt oder vielleicht ins Hintertreffen gerät, und nimmt man dann in Kauf, dass es eben keinen einstimmigen Einsetzungsbeschluss an der Stelle gibt. Ich hoffe, hatte ich jetzt noch eine Frage von dir übersehen? Das ist okay, ja. Oliver? Ja, ich möchte nichts wiederholen, aber vielleicht in Kurzform zusammenfassen und vielleicht nochmal die wichtigen Sachen hervorheben. Es gibt natürlich sicherlich Gründe, warum die SPD verärgert ist, ob Zeitpunkt und Thema. Aber die Gründe sprechen eher dann dafür, dass wir das genau richtig gemacht haben mit dem Zeitpunkt und Thema. Es gibt aber außerdem noch zwei Enquete-Kommissionen, die eingesetzt werden sollen, außer unserer, nämlich SPD und FDP werden ganz sicher auch eine haben wollen. Und man kann jetzt spekulieren, warum die SPD, allein die SPD, sonst niemand, einen großen Aufstand gemacht hat wegen des Juni-Plenums. Kann sein, dass sie gerne nicht mit ihrer eigenen Enquete-Kommissionsvorschlag, der vielleicht noch nicht so weit ist, ins Hintertreffen geraten wollen. Ist auch für uns fast egal, darüber nachzudenken, genauso, ob jetzt es wirklich diese Verabredung gab oder nicht. Klar ist, dass die SPD halt einen großen Aufstand gemacht hat, CDU und FDP sich eher distanziert verhalten haben. Das heißt, wäre nicht damit zu rechnen, dass, wenn wir ins Juni-Plenum gehen, die uns dort nicht unterstützen würden mit dem Antrag. Und jetzt geht es im Wesentlichen darum, wollen wir SPD und Grüne, wollen wir da eine eindeutige Zustimmung mit Haken hinter und einen schönen Einstieg, oder wollen wir nicht? Und dann ist die Frage, was schadet uns das, wenn wir später sind? Es kann sein, dass es der SPD schadet, wenn wir jetzt ins Juni-Plenum gehen, das weiß ich nicht genau. Uns schadet das Juli-Plenum eher nicht, wenn man sehr objektiv drüber nachdenkt, soweit wir natürlich die Garantie haben, dass das Juli-Plenum steht und nicht dann weitere Gründe angeführt werden. Ich gehe jetzt mit den heutigen Telefonaten davon aus, dass es keine Gründe gibt, dann weiter zu schieben, und das Juli-Plenum steht. Daher finde ich das Juli-Plenum akzeptabel. Für mich ist es sehr wichtig, wäre es sehr wichtig, dass das Ganze noch vor der Sommerpause verabschiedet wird. Das fände ich für alle weiteren Vorgehen, für alle weiteren Vorbereitungen sehr relevant und sehr wichtig. Wenn wir ansonsten, ist für uns der Schaden von einem Monat später die Einbringung zu machen relativ gering. Es hat jetzt aus SPD-Sicht wahrscheinlich überhaupt nichts mit unserer Anhörung heute zu tun. Wahrscheinlich weiß Herr Hertha das nicht. Aber okay, dann lasse ich damit. Müssen wir da jetzt was abstimmen? Daniel?
Also abstimmen müssen wir auf jeden Fall, weil wir einen Beschluss gefasst haben, den im Juni einzureichen. Also wir müssten die Verschiebung letzten Endes beschließen. Mir liegt da etwas so ein bisschen schwer im Magen. Also ich verfolge ja gerne auch Twitter und da gibt es halt, ja, tut mir leid, da lese ich jetzt halt auch, ich sag mal, Äußerungen so unserer, aus der Mitarbeiterschaft, was ich immer schön und gut finde. An der Stelle einen herzlichen Gruß. Noch besser ist, wenn ihr dann hier in die Fraktionssitzung kommt, wir geben euch sogar durchaus die Möglichkeit, dann dazu euch zu äußern. Da steht irgendwas von Punkrock und Lulli-Politik und so weiter und so fort. Also nur um das nochmal klarzustellen, wir können eben die Enquete-Kommission nicht alleine einsetzen. Ja, also das mit dem Punkrock ist schön, aber wenn die anderen vier sich tatsächlich querstellen, dann ist Punkrock an der Stelle halt zwar im CD-Player drin, aber halt leise. Ja, ja, du kannst dann halt Punkrock hören, aber hören wir hier alleine im Fraktionssaal. Also insofern herzlich gerne Punkrock und herzlich gerne da auch irgendwo einen gewissen Druck, aber wir müssen mindestens, wenn ich das richtig rechne, die CDU-Fraktion überzeugen, also eine der beiden größeren Fraktionen überzeugen, einer Enquete-Kommission halt eben zuzustimmen. Mal ganz von den sinnvollen Gründen ab, dass es ja schön ist, so eine Enquete-Kommission tatsächlich gemeinsam zu machen, da die ja tatsächlich eine andere Aufgabe im Prinzip hat als, was weiß ich, irgendwelche normalen Ausschüsse oder sowas. Also hier nochmal die Bitte, dann kommt bitte runter, redet mit uns drüber und lasst nicht irgendwelche Tweets einfach ab, das bringt im Prinzip wenig. Und der Oliver nochmal. Ja, sorry. CDU ist nicht das Problem an der Sache, sondern es geht im Grunde, ich gehe davon aus, dass wir im Juni die Enquete durchkriegen würden. Nur, gut. Die Frage ist, was ist so eine Enquete? Man fängt im Grunde ja mit dem Einsetzungsbeschluss erst an. Da ist es nicht unsinnvoll, die SPD tatsächlich dabei zu haben. Letztendlich funktioniert natürlich beides. Ich glaube, der Punkrock kommt mit dieser Enquete dann auch automatisch, zumindest so, wie wir das definiert haben, das mit konstruktiver Sachpolitik verknüpfen. Gut, danke schön. Das heißt, wir hatten beschlossen, dass wir es im Juni einbringen. Das heißt, wir müssen jetzt darüber abstimmen, ob wir es erst im Juli einbringen. Noch eine. Nico? Eine Anmerkung. Ich würde das gerne als Option ausgestaltet haben, den Beschluss, falls die übrigen Bedingungen ebenfalls von den anderen oder wenn eine Zustimmung zu den anderen Punkten erfolgt, zu unseren Bedingungen. Ja, wenn das nicht erfüllt ist, dann verschieben wir den auch nicht. Ich möchte jetzt nicht, dass wir hier beschließen, wir verschieben das Ding und dann kommt nachher keine Einigung mit den anderen zustande. Das ist ja noch nicht erfolgt. Ich gehe jetzt dann nach der Fraktionssitzung erst einmal raus und committe das mit den anderen. Ja? Und da möchte ich jetzt nicht insofern gebunden sein, zu sagen, ja, wir schieben das jetzt auf Juli und dann sagen die, aber mit dem Anfangsbeginn der Kommission sind wir jetzt doch nicht einverstanden. Das wäre für uns dann, sage ich mal, nicht gut und insofern würde ich das gerne etwas... Dann formulier du doch jetzt bitte die Abstimmung. Ja, dann gib mir das als Option. Ja. Du formulierst und dann heben die Leute die Händchen. Mach das bitte jetzt. Mach die Abstimmung bitte, Nico. Ich bitte die Fraktion um die Zustimmung, dass ich den Tagesordnungspunkt auf das Juli-Plenum verschieben kann, wenn die eben genannten Bedingungen erfüllt werden von den anderen. Ja, soll ich das jetzt nochmal runter? Also was den Einsetzungsbeginn angeht und die Veränderung, es geht ja auch um die Veränderung der Tagesordnung zum Beispiel, das muss ja auch noch angepasst werden, ja, wenn dem auch zugestimmt wird. Gut, wer dem so zustimmen kann. Achso, Daniel, du hast noch eine Verständnisfrage. Also ich habe das richtig verstanden, dass es dir darum geht, dass wir sozusagen von den anderen
Fraktionen ein Okay haben wollen, dass es dann im Juli aber auch klappt. Und wenn nicht, dann können wir genauso gut auch jetzt. So ungefähr. Okay, dann habe ich das richtig verstanden. Haben das jetzt alle verstanden? Ja. Dann bitte ich um das Handzeichen, wer dem so folgen möchte. Das ist einstimmig, vielen Dank. Gut, dann möchte ich noch mal ganz kurz zu meinem Änderungsantrag. Es hat sich zurückkommen, es hat sich jetzt zwischenzeitlich ergeben, dass wir, dass die Frage war, ob wir mit auf den Antrag gehen, weil das CDU und FDP auch machen. Wenn ihr nichts dagegen habt, also es geht um die Scharfhaltung, wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich mich anschließen wollen, dass wir alle gemeinsam diesen Antrag stellen. Dementsprechend würde ich den Änderungsantrag entsprechend zurückziehen. Es wurde gesagt von SPD und Grünen, dass sie eine andere Form der finanziellen Unterstützung für die Schäfer suchen wollen und eigentlich die Agrardieselnummer komplett auch streichen wollen, auch für die Imker. Dementsprechend, wenn ich da jetzt keinen Widerstand sehe, würde ich das gerne so machen. Ich sag jetzt nicht, du musst jetzt nicht für die Imker sprechen. Sorry, du hast greifst gesagt. Mich die ganze Zeit an und ich muss für die Imker jetzt mal Wort ergreifen. Oh, nee, bitte. Können wir jetzt eine Pause machen? Ich kenne tatsächlich einen Imker, der hat sich einen ganzen Formalkram gegeben und der hat das für ein Jahr abgerechnet. Er hat 9,60 Euro bekommen. Insofern, ja, es macht Sinn, das auch für die Imker abzuschaffen. Moni, wolltest du noch was sagen? Nee, eigentlich über. Aber ich frage mich dann, ne, wenn wir erst einen Änderungsantrag stellen, um das für die Schafe auch zu kriegen, dann zu sagen, es ist für alle nicht, das verstehe ich jetzt nicht. Ja, du hast gerade gehört, was da letztendlich finanziell bei rumkommt. Und ich habe gesagt, dass es Überlegungen gibt, eine andere finanzielle Unterstützung zu finden und nicht eben die steuerliche Erleichterung beim Agrardiesel. Ja. Gut, damit haben wir Top 3 erledigt und der Ingo ist da, deshalb würde ich kurz den Bericht der Pressestelle einschieben wollen. Bitte. Ja, schönen guten Morgen. Nochmal Entschuldigung an der Stelle, dass ich mich heute Morgen etwas verspätet habe. Bericht der Pressestelle, die Plenarübersicht ist soweit vorbereitet. Ich verteile gleich wieder standardgemäß traditionell die vorbereiteten Zusammenfassungen, die heute rausgehen. Und die Statements sollen natürlich dann auch in Ergänzung zu der heutigen Zusammenfassung auch während den Plenartagen rausgehen. Von daher auch an dieser Stelle wieder täglich grüßt das Murmeltier die Bitte, dass ihr uns eure Reden zur Verfügung stellt, sofern und so schnell sie dann auch vorbereitet sind für die Plenartage. Ansonsten mit Blick auf die vergangenen Tage, wo die Pressestelle nicht besetzt war aus Urlaubsgründen, fasse ich mich heute relativ kurz. Ich habe bisher noch dann keine E-Mails geguckt, von daher ist okay. Gut. Dann kommen wir zum nächsten Top und das ist Vorbereitung des nächsten Plenums. Zu Top 1 möchtest du kurz was sagen? Okay, mach du das. Ja, da geht es um die Wahl eines Verfassungsrichters, stellvertretenden Mitglieds. Da wäre es ja schön, wenn man den Kandidaten hier auch mal in der Fraktion zu Gesicht bekommt. Moni hatte dazu eine Mail geschrieben. Ich hatte das in der PGF-Runde auch bereits angesprochen an die CDU, deren Kandidaten das ist, auch von meiner Seite aus schon angemerkt, dass wir das eigentlich erwarten. Oder wir hatten die Diskussion ja auch schon mal und wir hatten auch schon jemanden hier. Insofern hatte das schon mal geklappt. Letzten Dienstag war dieser Vorschlag aber irgendwie für die anderen so aus einem anderen Universum und der wurde unisono, also nicht nur von der CDU, sondern auch von den anderen irgendwie als unmoralisches Angebot oder sonst was eingestuft. Also es wurde zwar von Herrn Liegenkämper zugesagt, dass er die Bitte weiterreicht, aber es hat sich der Kandidat nicht gemeldet und er war auch von unserer Seite aus nicht zu erreichen. Von daher ist jetzt die Frage, wie wir an der Stelle verfahren. Wir haben das schon mal so gemacht, dass wir uns dann enthalten haben, weil wir eben kein Urteil bilden konnten über den Kandidaten und das Abstimmungsverhalten hatte dann, glaube ich, Joachim
erklärt. Frage ist, ob man das an der Stelle dann auch nochmal so handhaben möchte. Ja, da hatten wir eben gestern drüber gesprochen, das wäre einfach jetzt der Vorschlag an die Fraktion, dass wir es so machen, wie wir es schon mal gemacht haben, als uns keiner vorgestellt wurde. Wir enthalten uns und Joachim macht ein Statement für die Fraktion und begründet kurz die Enthaltung. Moni? Ja, der Dietmar hatte gerade recht. Letztendlich ist das eine geheime Wahl und es wird sich jeder so entscheiden, wie ihm das in Kram passt. Also insofern ist da hier eine weitere Diskussion. Wenn wir eine Empfehlung haben, Enthaltung, ist das gut, finde ich in Ordnung. Aber letztendlich, wie gesagt, es ist eine geheime Wahl. Ja, möchtet ihr denn, dass Joachim das Statement macht mit der Enthaltung oder lassen wir es dann bleiben? Joachim? Ich weiß nicht, bei einer geheimen Wahl ist es eigentlich hinfällig, ne? Okay. Oder sehe ich das falsch? Gut, dann hat sich das erledigt. Dann gehen wir mal ganz kurz das Plenum durch. Zu zwei reden Stefan. Daniel? Ist das wirklich hinfällig dann? Also wir können ja trotzdem erklären, wie wir als Fraktion empfohlen haben, dann halt abzustimmen. Also wir wissen dann zwar nicht, ob Tose vielleicht doch zugestimmt hat oder Dänebot oder wer auch immer, aber grundsätzlich erklären könnten wir das durchaus, wenn wir denn mögen. Ich will das nur mal so in den Raum schmeißen. Frank? Ja, vielleicht kann man statt der Erklärung eines Wahlverhaltens bei einer geheimen Wahl sein Bedauern darüber ausdrücken, dass es keine Möglichkeit gegeben hat, den Kandidaten kennenzulernen. Ja. Fände ich vielleicht besser. Ja, ich glaube, das ist... Okay. Dann machst du so. Super. Gut. Ich versuche jetzt weiter das Plenum einmal durchzugehen. Wir haben Punkt 2 mit Redner Stefan Olaf, ist eine Unterrichtung der Landesregierung. Dann 3, da habe ich noch. Wolltest du noch was dazu sagen, Olaf? Bitte. Ich möchte es zumindest mal eben kurz sagen. Vielleicht findet sich ja wirklich noch jemand anders. Ich bin, als dieses Thema aufploppte, auch schon gefragt worden. Ich hatte gesagt, ja. Dann ging es los auf der Liste. Wer ist denn überhaupt dafür zuständig? Haben wir überhaupt jemanden dafür? Ich hatte damals ja gesagt, weil es zum größten Teil ja nun doch in AGS gehört. Auf der anderen Seite muss ich zugeben, um es mal freundlich auszudrücken, ich bin kein Fachmann auf dem Gebiet von Inklusion. Ich habe da eigentlich relativ wenig Ahnung, weder sowohl über den praktischen Stand als über die Diskussion in der Partei wirklich. Ich meine, ich kann die Rede halten, ist keine Sache. Ich fände es vielleicht doch gut, wenn jemand, der da sich intensiver mit beschäftigt hat und dafür auch mehr Hintergründe weiß, sich damit beschäftigt. Ich habe mich jetzt in den letzten Tagen versucht, da reinzulesen, mich damit auseinanderzusetzen. Wie gesagt, ich werde es hinbekommen. Ist auch eine Frage an Stefan, wie viel er von den 16 Minuten gerne hätte. Je nachdem ist es ja auch eventuell hinfällig, ob da noch ein Zweiter spricht. Aber das ist jetzt alles, was ich jetzt eben mal in den Raum sprechen möchte. Ich persönlich sehe mich nicht als die optimale Besetzung für diesen Redeslot. Das ist die Sache dahinter. Also ich habe jetzt für etwa 8 Minuten geplant. Hätte es, glaube ich, optimaler gefunden, wenn erst eine Woche eher eingefallen wäre, aber konnte ich mir jetzt nicht verknallen. Ja, sehe keine begeisterten Schreie. Ja, dann hat das viel damit zu tun. Aber ich hatte ja jetzt einen eigenen Top. Ne? Okay. Kann ich sagen, stimmt, ist der normale menschliche Größenwahn. Ich hatte gedacht, dass ich es schaffe, mich in dieser Zeit da richtig reinzulesen, um fundiert was dazu sagen zu können und nicht nur oberflächlich. Vielleicht ist ja der ein oder andere heute Nachmittag noch bereit, dir noch mal ein bisschen Input dazu zu geben oder so. Ansonsten sehe ich keine begeisterten Hirschreie. Dementsprechend ist das jetzt erstmal bei dir. Gut. Zu Top 3 haben wir
Redner Olaf, gegebenenfalls noch Daniel. Da habe ich die Frage zur Abstimmungsempfehlung. Wenn unser Änderungsantrag angenommen wird, dafür enthalten wir uns, wenn er nicht angenommen wird, oder sind wir dann dagegen? Das wäre noch ganz gut, wenn das da stehen würde. Daniel Olaf? Steht ja da, ablehnen. Also es sei denn, also ich stelle das da, ne? So. Abstimmungsempfehlung ablehnen, wenn unser Änderungsantrag im Plenum angenommen wird, zustimmen. Stimmt, es gibt ja zwei Änderungsanträge im Plenum, von daher muss man das vielleicht doch nochmal eben erklären. Es ist einmal ein Finanzierungsantrag, womit wir die Kindpauschale jährlich auf 3% erhöhen wollen. Das ist so die Minimalforderung, die auch von den Sachverständigen gestellt worden ist. Glaube ich, steht sogar da drunter, genau, steht ja zum Teil darunter. Wenn die angenommen wird, dann sind wir auf jeden Fall dafür, den Gesetzesentwurf zuzustimmen. Bei der zweiten Sache, falls dieser Antrag, also falls die Erhöhung auf 3% nicht angenommen wird, aber der andere, jetzt der Kinderrechteantrag, angenommen wird, in dem Moment möchte ich ehrlich gesagt kaum mehr eine Empfehlung geben. Ich würde in dem Moment sogar fast schwach werden, dem Gesetz zuzustimmen, weil ich es wirklich so essentiell finde und es fast als einen Meilenstein betrachte, dass diese Sachen da drin sind und könnte bei den ganzen anderen Müll hinweggucken. Aber das ist jetzt keine Sache, die ich jetzt wirklich so sagen kann. Das Gesetz wird dadurch eigentlich in keiner Form besser, weil es ist immer noch völlig unterfinanziert. Daniel, du auch vielleicht? Ja, wir haben lange darüber diskutiert, auch in der Ausschussvorbereitung und so weiter, Olaf, Andrea und ich. Das ist halt tatsächlich so, die Änderungen, die das Kiebitz vornimmt, sind im Prinzip okay, ganz gut. Also die bringen in gewissen Bereichen halt eben Detailverbesserungen, aber das ganze Ding ist eben nicht hinreichend finanziert. So, und wenn ich halt zu wenig Kohle habe, kann ich wahrscheinlich diese positiven Verbesserungen in den Kitas halt nicht umsetzen. Das ist halt eben so der Punkt. Also eigentlich sind wir inhaltlich durchaus dafür, aber es ist halt gar nicht die Kohle dafür da oder die Landesregierung stellt die Kohle nicht zur Verfügung, ja. Plant sie da halt eben nicht mit ein. Nichtsdestotrotz, wir haben mit dem einen Änderungsantrag jetzt zumindest, das hatte ich ja vorhin gesagt, erreicht, dass Teile jetzt auch von Rot-Grün mit übernommen werden oder übernommen wurden. Wenn es wirklich so käme, dass Rot-Grün sich irgendwie dazu verhält und unserem Kinderrechte-Änderungsantrag tatsächlich noch zustimmen würde, dann kann man tatsächlich damit leben und sagen, okay, wir winken das ganze Ding halt im Prinzip mit durch. Ich glaube, unsere Kritik, was die nicht hinreichende Finanzierung angeht, haben wir oft genug gesagt. Die wird Olaf ganz sicher in seiner Rede morgen auch nochmal erwähnen. Aber ich glaube, wir unterhalten uns da gerade eigentlich über eine Theorie. Vermutlich wird halt eben unser Änderungsantrag nicht angenommen werden, aber ich würde jetzt so tatsächlich diese Abstimmungsempfehlung so stehen lassen, wie sie hier drin steht, ablehnen, wenn der Änderungsantrag angenommen wird, dann stimmen wir halt tatsächlich zu. Das vielleicht auch als Signal halt eben an Rot-Grün eine Änderung damit reinzunehmen ins Kiebitz, die nicht wehtut. Okay, über Punkt 4 haben wir schon epischer Breite gesprochen, Redner ist Oliver. Punkt 5, Redner Toso, Zustimmung zur Überweisung. 6, Daniel, eine Zustimmung zur Überweisung. 7, der Eilantrag. Hans-Jörg sehe ich gerade, Abstimmungsempfehlung ja. Stellungnahme ist noch nicht fertig. 8, Lehrerausbildungsgesetz, unser Redner Joachim Oliver, Abstimmungsempfehlung Enthaltung. 8, Oliver, Zustimmung zur Überweisung. 10, Dietmar, Abstimmungsempfehlung, Zustimmung. 11 rede ich, Abstimmungsempfehlung dafür. Also es wird ja jetzt dann ein gemeinsamer Antrag werden. Den Änderungsantrag, den können wir hier auch rausschmeißen. Okay. Bürgermeister, dann ist 12, Bürgermeister, Abwahl vereinfachen, unser Antrag. Redner Toso, Abstimmungsempfehlung, Zustimmung zur Überweisung. 13, Redner Oliver, Abstimmungsempfehlung, Enthaltung. 14, wird dazu nicht geredet oder warum fehlt da oder fehlt da was? Gesetz zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum Sprengstoffgesetz. Abstimmungsempfehlung, Zustimmung wegen Überweisung? Wird nicht geredet. Okay, ist nur eine Einbringung. Gut. Gesetzlich stimmt. Gesetzentwurf.
Okay. Ich habe nichts zu reden. Wir sind dagegen. 15, ohne Debatte, 16, 17. Alles klar, kommen wir zum Donnerstag. Aktuelle Stunde, Redner Dietmar, Stellungnahme entsprechend lang. Oh, das ist so gemein. Das ist schon ein bisschen gemein. Danke. Nein, danke für die ausführliche Stellungnahme. Nein, es fehlt ja oft genug eine Stellungnahme, deshalb danke für deine ausführliche Stellungnahme. Wenn du das schon blau machst im Hintergrund, mach die Schrift wenigstens gelb. Das passt zur FDP. Zweitens, Bürger, Wirtschaft und öffentliche Verwaltung entlassen. Dazu redet Daniel Schwer, Zustimmung zur Überweisung. 3 erneuerbare Energien, Redner Kai, Abstimmungsempfehlung dafür. 4 Mini-Schulterkameras, Bodycams. Unser Redner Dirk, Zustimmung zur Überweisung. 5. Die Pumpspeicherkraftwerke, Redner Kai, Abstimmungsempfehlung dafür. Der sichere Aufenthalt für Edward Snowden, Antrag der Piraten. Aha, bitte Einzelabstimmung beantragen. Redner Daniel und Abstimmungsempfehlung natürlich dafür. 7. Zielgruppen- und markgerechte Wohnraumförderung, Redner Oliver, Abstimmungsempfehlung ablehnen. 8. Verfassungsschutz und so weiter. Unser Antrag, Redner ist Frank, Abstimmungsempfehlung Zustimmung. 9, G8 oder G9. Redner ist Moni, Zustimmung zur Ausschussüberweisung. 10. Jugend trainiert für Olympia und für Paralympics. Redner ist Lukas, Abstimmungsempfehlung dafür. Mein lichtes Haus, ich gehe nach Haus. Rabimmel, rabammel, rabum. Gut. Das war das mit dem Sprengstoffanschlag, ne? Bim. Genau. So, fühlt sich jetzt jeder aufgehoben? Hat jemand Fragen zu Abstimmungsempfehlungen oder ähnliches? Top 5 sind Pupsspeicher. Pupsspeicher, das ist toll. Was meinst du, was du damit für Energie generieren kannst? Ich weiß das. Gut. Ich freue mich. Wir haben keine weiteren Wortmeldungen mehr zu diesem Tagesordnungspunkt. Das heißt, wir kommen zu Top 5. Umlaufbeschlüsse. So, wir haben einen... Ist das der finale Stand, Oliver? Weil der ist ja eben erst geschlossen worden. Ich meine, da waren 9 dafür. Das wäre sehr nett. Wir sind ja gut in der Zeit. 8? Oliver ist dran. Sagst du Bescheid, wenn du Copy-Paste fertig hast? Ich denke, der zieht die einfach rein. Ah, nee, er schreibt es rein, okay. Ja. Gut. Das ist das mit den Mehrheitsentscheidungen, die man akzeptieren muss. Keine Entscheidung, müssen wir abstimmen. Ne? Gut, das Endergebnis waren 8 dafür, 2 Enthaltungen, 5 dagegen, 4 nicht abgestimmt. Dementsprechend müssen wir den Umlaufbeschluss hier noch einmal abstimmen. Es geht um den gleichen Sprachgebrauch in offiziellen Protokollen wie in PMs. Du hast eine Frage, bitte? Ja, das ist ein Redmein-Umlaufbeschluss, da kriegt man normalerweise eine Mail. Oder auch mehrere Mails, wenn Leute abgestimmt haben. Ich kann mich nicht erinnern, dazu eine Mail gekriegt zu haben, oder? Habe ich, glaube ich, auch nicht. Ich kriege normalerweise zu allen... Aber wir machen jetzt keine Tool-Diskussion. Ja. Nee, pass auf. Also, das ist, wieso ist der Fehler bei mir? Ich kriege sonst immer, wenn jemand im Redmein was einstellt und mich damit anklickt, dann kriege ich die Mails. Ich kriege die Mail, dass dieser Antrag da ist, dieser Umlaufbeschluss. Und ich kriege Mails, wenn irgendjemand dazu abgestimmt oder sich geäußert hat. Das habe ich zu diesem Antrag nicht bekommen. Keins. Nichts. Ne? Frank? Der Fehler liegt, glaube ich, nicht bei mir, weil ich habe nichts geändert. Ich wollte das kurz bestätigen, was Danneboot sagt, da ich in Erinnerung habe, dass letztens ein Update gegeben hat.
Okay, war irgendwas ist auf jeden Fall anders. Ich habe bei mir auch nichts geändert. Die Mitteilungen kommen nicht mehr. Bitte das zu überprüfen, das wäre ganz gut. Kai? Das System funktioniert. Ja, also Moment, lass mich ausreden. Lass mich ausreden, bevor der loslässt. Gut. Das System funktioniert an sich. Also ich zum Beispiel habe die Mails bekommen, Daniel hat, glaube ich, auch gesagt, er hat die Mails bekommen. Ihr könnt aber alle selber einstellen, wo ihr benachrichtigt werden wollt und wo nicht. Habe ich. Wenn das noch so eingestellt ist, dann nehme ich das als Fehler einfach mit. Also wenn noch so eingestellt ist, dass die Benachrichtigungen kommen sollen. Okay, dann nehme ich das so mit. Die letzte habe ich am 18.05. dazu gekriegt. Hat sich erledigt damit? Gut. Das heißt, wir stimmen jetzt den Antrag von Kai ab. Wer ist für diesen Antrag? Den bitte ich um das Handzeichen. Bitte Händchen oben lassen. Die hat Dr. Dannebott über die Listen geschickt. Oliver, lässt die hat Dannebott über die Listen geschickt. Die ist nicht Oliver, lässt die Hand hoch, noch? Die automatischen habe ich auch nicht richtig, das recht. Aber eine müsste sie gekriegt haben. Ich habe keine. Dann abonnierst du irgendeine Liste nicht. Die hier. Wer ist gegen diesen Antrag? Sag ich doch. Wer enthält sich? So, eins mal. Damit ist der Antrag angenommen mit 10 Ja-Stimmen bei 5 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen. So, dann haben wir noch einen geschlossenen, eindeutig abgestimmten Umlaufbeschluss. Das ist der Änderungsantrag zum Kiebitz. Der ist mit 12 Dafürstimmen abgeschlossen, erfolgreich abgeschlossen. Dann haben wir Top 6, der Antrag von Kai, Besprechung von Open-Anträgen als Top in der Phase mit folgenden Tickets. Kai möchte sicherlich was dazu sagen. Ja, ich würde tatsächlich anfangen mit dem letzten Top daraus. Kleinen Moment. 60-19. Der lautet Open-Antrag tote Hose. Das ist natürlich nichts, was wir tatsächlich hier abstimmen können. Aber er zeigt eigentlich eine User-Reaktion auf das System an sich. Und so sind auch die Anträge jetzt bei mir auch Dinge, die in der Pipeline vergammelt sind, ehrlich gesagt. Wo ich auch nicht so selber so richtig wusste, wie gehe ich damit um. Und das hier ist jetzt der Versuch, tatsächlich die Entscheidungsbasis größer zu machen oder halt auch mal darüber zu reden, was kommt denn da tatsächlich rein. Wir hatten mal irgendwie gesagt, naja, wenn der Abgeordnete das selber genau weiß, dann kann er das natürlich entscheiden. Aber wie sind eigentlich die Eskalationsstufen, wenn er es nicht selber genau weiß, wenn er unsicher ist, machen wir das in der Fraktion, machen wir das in der Partei, wie machen wir es genau? Und dieser Top ist eigentlich der Versuch, da mal was anzustoßen und zu gucken, wie reagiert dann die Fraktion jetzt erstmal darauf und welche Ideen kommen aus der Fraktion zum Umgang mit Open-Antrag. Dementsprechend gibt es dann halt noch 2 weitere Tickets. Also wie gesagt, die tote Hose können wir schlecht abstimmen, die können wir nur feststellen, dass das tatsächlich so ist. Das hatte ja auch organisatorische Gründe, die dann mittlerweile auch ausgeräumt sein sollten. Warum ist das lustig? Okay, du bist lustig, das geht so. Kannst du ja Open Antrag was einstellen. Ja, und dementsprechend habe ich dann noch 2 weitere Punkte. Und der eine ist, ja toll, ich bräuchte eine Brille. Der eine ist, die Energiewende ist in Deutschland politisch gewollt, die entstehenden Kosten müssen gerecht in der Gesellschaft verteilt werden, soweit Zustimmung. Die momentane Finanzierung über den Strompreis ist das nicht, insbesondere angesichts der weitreichenden Ausnahmeregelungen. Okay.
als gesamtgesellschaftliche Aufgabe höchster Bedeutung und zertkritische Aufgabe angesichts des Klimawandels ist die Energiewende als wichtige Staatsaufgabe aufzufassen. Auch okay. Piratenfraktionen im Landtag mögen eine Initiative im Bundesrat starten, um die Finanzierung der Energiewende auf Steuerbasis zu finanzieren. Ich mache mal an der Stelle einen Cut. Wir reden viel über Subventionen. Wenn wir jetzt, sage ich mal, so ein Modell, also prinzipiell finde ich den Ansatz so verkehrt nicht, das anders zu verteilen, weil ja auch die Kosten, die wir da auf der Kette haben, immer wieder zu einer Diskussion führen, immer wieder zu einer Preisdiskussion, die ich als völlig ungerechtfertigt empfinde, führen. Aber andersrum, wenn wir es um die Steuergelder machen, dann wird es also eine ganz klare staatliche Subvention. Und da haben wir uns bisher immer gegen ausgesprochen. Also von daher habe ich da einen deutlichen Zielkonflikt und stelle mir die Frage, wie gehe ich mit diesem Zielkonflikt um? Du hast eine Nachfrage. Ich möchte jetzt gerne von dir wissen, Kai, ob du jetzt inhaltlich diskutieren willst oder ob du über Open Antrag, über die Schwierigkeiten in Open Antrag... Das vermischt sich gerade so ein bisschen. Also ich finde das wichtig, diese Diskussion über Open Antrag zu führen, weil ich glaube, die Probleme haben wir tatsächlich alle. Ich habe auch ganz viele Dinge, wo ich wirklich nicht weiß, wie soll ich denn jetzt eigentlich damit umgehen. Aber du willst jetzt nicht über Energie mit uns diskutieren, nicht, dass ich das falsch verstehe. Okay, ich wollte jetzt Beispiele dazu liefern. Ja. Ich hätte bestimmt noch mehr. Ich wollte Beispiele dazu zu liefern, vor was für Aufgaben man da gestellt wird. Und dann im Prinzip in dieser Runde beraten, wie gehen wir jetzt insgesamt damit um. Wenn dabei jetzt eine Lösung für dieses konkrete Problem rauskommt, habe ich nichts dagegen. Aber generell geht es dabei tatsächlich darum, das zur Debatte zu stellen. Was kommt da auf uns zu? Was ist da schon, was haben wir da schon auf der Hacke liegen? Und wie kriegen wir das abbearbeitet? Weil ich Open Antrag für extrem wichtig halte und da ja auch schon so der ein oder andere Erfolg drüber gelaufen ist. Und ich das System an sich gerne wieder mehr anschieben wollen würde. Also von daher. Ja, also ich beschränke mich mal auf Open Antrag selber, Energie, not my department, das darfst du selber machen. Open Antrag selber gab es ja hier ein bisschen organisatorischen Fu, egal, sollten wir eigentlich drüber weg sein. Wenn wir da Dinge haben, denke ich, wo wir jetzt nicht direkt mit umgehen können, sondern sagen, haben wir jetzt keine Parteimeinung zu, ist in dem Wahlprogramm nicht drin, gut, dann müssen wir das entweder in die Partei tragen oder wir sagen halt, hör mal, das ist jetzt das Open-Antrag der Fraktion, wenn das in die Partei soll, muss das bitte irgendwie in die Partei getragen werden. Können wir machen, kann man zurückgeben, muss man sich darüber unterhalten. Aber das wäre tatsächlich zu klären. Also ich glaube, genau, dass es dann tatsächlich unsere Aufgabe wäre, das in die Partei zu tragen. Ja, und da wäre die Frage des geeigneten Mittels. Ja. Nur ist Open Antrag so angelegt, dass es an die Fraktionen geht. Die Fraktionen sind kein Umweg, um in der Partei was zu bearbeiten. Wenn die Partei da erst einen Grundsatz zu fällen muss, muss die Partei das tun. Das kann ich als Person mitnehmen, aber nie als MDL. Ja. Das muss man schon trennscharf drauf haben. Also Partei ist was ganz anderes als Fraktion. Nächster Punkt, dieser Toten-Hosen-Kritikpunkt, der da gestellt worden ist. Ich mag ja Kritik, die so kommt mit, ist alles scheiße. Das ist ein Ansatzpunkt, also nicht. Dieser Antrag in Open Antrag ist in etwa so gestellt. Wenn was falsch läuft, hätte ich gerne genau gewusst, was ist da falsch gelaufen? Welcher Antrag hat ihm da gefehlt? Welchen Antrag hält er einfach nur für Populismus? Welcher Antrag hat ihm zu lange gedauert? So wie der Antrag da drin steht, ist das einfach mal Twitter alles scheiße. Gut, hilft halt nicht. Selber, genau. Das ist die richtige Antwort, selber. Unsinn an der Stelle. Ein Punkt, der mich wirklich inhaltlich bei Open Antrag, wo es ein bisschen schwierig ist, wenn ich Open Antrag jetzt habe für eine Bezirksvertretung oder für einen Rat, dann sage ich, ich nehme das mit für die nächste Bezirksvertretungssitzung, Ratssitzung. Das dauert immer maximal 4 bis 6 Wochen. Und dann kriegst du in 8 Wochen, spätestens in 10 Wochen dann eine Rückmeldung. Das funktioniert halt in so einem Landtag anders. Man nimmt das mit, schreibt das auch zurück und dann wundern die sich, dass da 4 Wochen nichts passiert. Ja, na, das sind halt alles so Sachen, da müssten wir dann uns mal darüber unterhalten, was geben wir da als Statusmeldung zurück. Da müssen wir halt vielleicht so ein Wasserstandssystem da reinbringen. Sind immer noch im Gespräch, der Antrag ist immer noch aktuell, aber auf Landesebene dauert das halt ein bisschen länger.
Da müssen wir uns überlegen, wie wir das machen wollen. Okay. Dietmar. Ja, also wenn man die grundsätzliche Frage, wie gehen wir damit um, anspricht, ich habe jetzt gerade jetzt im Mai eine Zuweisung, nein, zwei Zuweisungen bekommen. Die haben mich beide vorbereitet und habe sie dann in den Arbeitskreis, den wir da haben, gekippt und habe das kurz angesprochen. Und wir haben darüber gesprochen und haben auch innerhalb des Arbeitskreises darüber abgestimmt, wie mit diesen Sachen umzugehen ist. Ich habe dann, glaube ich, müsste jetzt nochmal nachgucken, auch geschrieben, ich weiß gar nicht an wen, was denn da bitte wo vermerkt werden soll. Weil das ist in der Tat noch eine Handling-Frage offenbar, weil ich selber kann ja hier überhaupt nichts machen. Ich kann also weder hier irgendwo schreiben, ist in Bearbeitung oder dies oder das oder jenes. Ich kann auch nichts in diesem Tool oder Open Antrag eintragen im Sinne von, ach ja, wir sind da in Bearbeitung oder ich gebe das in die Fraktion oder so. Ich kann da gar nichts machen. Also ich persönlich weiß jetzt immer noch nicht und es hieß auch, ja, es fehlt da noch irgendwie an Passwort, an Zugängen oder so. Ich weiß nicht, ob du, Nico, da das machen sollst und du hast noch kein Passwort oder so, ob das in Zukunft. Ah, okay, das ist jetzt. Gut. In Ordnung. Gut, dann weiß ich das, aber das sollten natürlich dann alle auf dem gleichen Wissensstand sein, wer das jetzt federführend macht und wer auch die nicht nur die Berechtigung auch, sondern auch die Möglichkeiten technischer Art hat, das umzusetzen. Und dann meine ich, ist es an jedem selbst, der diese Zuweisung erhalten hat, damit umzugehen. Also ich glaube, wir müssen da nicht eine neue Regel für aufstellen. Ich meine, auf der anderen Seite ist es so ein bisschen auch so wie mit Abgeordnetenwatch. Ne? Da muss man halt auch manchmal gucken. Bitte? Das stimmt nicht. Ja, das ist nicht ganz richtig. Aber im Prinzip hat es ja sowas davon. Allerdings ist bei diesen Open-Antrag-Geschichten, weil die ja jetzt aus der Fraktion in die Fraktion gehen oder an die MDL gehen, ist die Sache eigentlich vom Handling her besser gewährleistet. Und man, über Redmine ist die ganze Sache auch dichter abgebildet. Also von daher, ich finde das gut und gar keine Frage, wir müssen uns halt intensiv darum kümmern. Und da bin ich tatsächlich auch wieder bei Toso, der da sagt, naja gut, wir müssen irgendwie diese Wasserstandsanzeigen, wie gehen wir damit um? Klar, aber das ist dann auch ein Dialog, der jeweils mit den technischen Bearbeiterinnen oder Bearbeitern, wie in dem Fall Nicole, umzusetzen ist. Was weiß ich, telefonisch, E-Mail, Redmine, keine Ahnung. Also, dass da irgendwie was gemacht wird, das finde ich auch wichtig, ja. Danke. Frank? Ja, ich habe jetzt schon viel erfahren. Also erstmal, Kai, danke für den Top. Wäre gut gewesen, wenn er gestern Abend schon da gewesen wäre, dann hätte man sich ein bisschen vorbereiten können. Ich habe leider auch heute Morgen nicht runtergescrollt, um zu sehen, dass da sowas drinsteckt. Aber gut, ich habe ein paar Antworten zu Open-Antrag-Fragen auf Halde liegen, habe das letzte Mal vor ein paar Wochen gefragt und da hieß es irgendwie, ja, Passwort wäre nicht da oder es wäre keiner da, der das weiterträgt. Ist jetzt gerade hier geklärt worden, dann kann ich also ein paar Anfragen schließen endlich mal. Grundsätzlich haben wir natürlich, wir haben hier viel zu tun mit dem täglichen Drama, was hier stattfindet mit Anträgen, Anfragen und so weiter. Open Antrag nehmen wir auch noch mit dazu, haben wir uns so bekannt, machen wir sicher. Wäre gut, wenn man den Arbeitsablauf und die Zuständigkeiten hier nochmal aufschreiben könnte. Ganz blöd. Ne? Wir haben mal hier Zettel verteilt zum Beispiel oder irgendwas auch immer, schwarzes Brett, dass halt die Zuständigkeiten definiert sind und auch Vertretungsregelungen gegebenenfalls da sind. Dass man halt nicht immer, wenn man was loswerden will, hört, nee, geht jetzt nicht oder weiß ich, dann bleibt es halt immer oft liegen. Insofern, ja, wie gesagt, danke für den Aufschlag, gut für die Erinnerung, dass wir das machen müssen. Statusmeldungen sind sicherlich ein wichtiger Punkt, den man auch abgeben kann. Du hast eben ein Beispiel beschrieben. Deine Beschreibung, glaube ich, wäre genau das gewesen, was du hättest abgeben können, was du hättest zurückspielen können, auch mit diesem Zielkonflikt. Ich glaube, das wäre eine gute Antwort gewesen für den, der den Antrag geschickt hat. Auch das hätte ihm gereicht, weil man kann nicht alles direkt klären.
Ja, also du hättest sagen können, dass, wie gesagt, die Beschreibung, die du abgegeben hast, dass du es mitnimmst für die weitere Beratung inhaltlich und glaube, das wäre in dem Moment das Passende gewesen. So, danke habe ich schon gesagt für den Aufschlag und damit bin ich fertig. Joachim. Tja, das ist, glaube ich, ein für die Fraktion, darüber hinaus für die Partei ein eminent wichtiges Thema, wenn wir uns da Bürgerbeteiligung auf die Fahne geschrieben haben und das mehr als das bloße alle 4 oder 5 Jahre ein Kreuzchen machen. Wir sind uns aber auch einig, da ist ein Kanal auf, über das jetzt Information an die Fraktion gespielt wird. Und diese Information hat unterschiedliche Qualität. Das ist so. Da gibt es den Trollantrag und da gibt es den guten Antrag, den man sofort weiterverarbeiten kann, als jetzt mal 2 Extreme. Ich würde vorschlagen, wir brauchen erstens sowas wie eine Flowchart, ein paar Guidelines, wie mit den reintröpfelnden Anträgen umzugehen ist, rückspiegeln in die Partei. Und der ganz wesentliche Punkt ist aber, weil da passieren Lerneffekte, positive oder negative, was machen wir mit dem Antragsteller? Den müssen wir in irgendeiner Form mitnehmen, zum Arbeitskreis einladen, wie auch immer, also für den Fall, dass sich da was daraus ergibt. Das ist ja nicht einfach nur so, ich klingel da mal und laufe dann wieder weg, sondern wenn da ein konkretes Interesse hinterliegt, dann will der auch eine Resonanz haben und dann wirkt er auch als Multiplikator für die Arbeit der Fraktion und der Partei. Also eigentlich müssten wir nach so ein paar Zeilen Guidelines den Umgang mit Open Antrag auch verankern in dem, ich sag mal, Code of Ethics. Das nur mal so in die Runde geschmissen als Vorschlag. Ich hänge mich da gern mit rein, wenn das gewünscht. Daniel? Zwei Bereiche dazu. Also zum einen, was den Arbeitsablauf, Workflow und so weiter angeht. Ich glaube, gerade der Dialog, ich sag mal, zwischen Dietmar und Nicole hat ja gezeigt, dass dieser Workflow eben vielleicht existiert oder wahrscheinlich existiert, aber halt eben tatsächlich nicht allen bekannt ist. Da ist Open Antrag jetzt ein Beispiel. Wenn wir uns jetzt jeder 2 Minuten Gedanken dazu machen, fallen uns wahrscheinlich noch 20 andere Beispiele tatsächlich auch auf. Haben wir uns auch in der Vergangenheit schon oft genug darüber unterhalten. Wir müssen das halt einfach machen, also diesen Workflow tatsächlich irgendwo visualisieren und vernünftig darstellen. Und wir Abgeordnete und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen halt eben entsprechend ja auch da vernünftig informiert sein, dass das halt sinnvoll tatsächlich läuft. Was Open Antrag selber angeht, ja klar ist dieses Feedback wichtig. Na klar will ich als Antragsteller irgendwann eine Resonanz haben. Das ist ja logisch, ne? Die schmeißen es nicht nur einfach da rein, sondern wollen irgendwann wissen, was damit irgendwie passiert ist. Und da hat Toso ja gerade schon einiges Passendes zu gesagt. Dann muss man vielleicht von Anfang an auch eine klare Information geben, alles klar, wir machen das, wir kümmern uns um den Antrag, aber es wird halt eben mindestens 3, 4, 5, 6 Monate dauern, bis es dazu ein Feedback geben wird. Na, wir kennen den Ablauf, da draußen kennen das aber halt viele unserer Mitglieder letzten Endes nicht. Das heißt, unsere Aufgabe, das halt offensiv dann auch eben anzugehen und bekannt zu geben, wie das Ganze tatsächlich läuft. In einem Punkt noch, was Toso gesagt hat, wenn wir zu einem Antrag allerdings keine, ich sag mal, Fraktionsmeinung hier haben, also Fraktionsmeinung bzw. Parteimeinung, auf die wir zurückgreifen können. Also ich glaube schon, dass es dann unsere Aufgabe ist, diesen Antrag, ich sag mal, nicht irgendwo im Sande verlaufen zu lassen, sondern den als Arbeitsauftrag mitzunehmen. Kann bedeuten an der Stelle, dass ich einfach sage, ich gebe das halt eben in den zuständigen Arbeitskreis, AG, keine Ahnung, irgendwas der Partei und damit ist der für uns hier als Fraktion erledigt. Dann ist der Status in Open Antrag, wir haben das an die Partei halt eben zurückgegeben. Dann ist das auch nicht mal unbedingt vielleicht unsere Aufgabe als Fraktion, den so up-to-date zu halten. Kommt so ein bisschen drauf an, wie sehr ich mich selber auch daran beteiligen möchte oder intensiv begleiten möchte, das Ganze. Wenn wir jetzt hier Nichtraucherschutz haben, dann wird der Kai das so oder so von Anfang bis Ende begleiten. Dann kann er auch das Open-Antrag-Ticket im Prinzip offen lassen und ständig eine Wasserstandsmeldung geben, wie irgendwie ein Entwicklungsstand oder sowas in der Partei ist. Ja, wie gesagt, bei all dem, auch dieser Punkt, wenn eben keine Parteimeinung da ist, was machen wir dann mit so einem Open-Antrag-Ding, muss eben aus dem Workflow zu erkennen sein.
was passiert dann damit? Also geht an die Partei oder wie auch immer dann tatsächlich. Also da einfach die Bitte, dass wir sowas dann nochmal aktuell haben. Kai. Ja. Danke für vieles Feedback. Genau darum geht es letztendlich, diesen Workflow mal festzuzurren. Wie reagieren wir denn darauf, wenn wir jetzt mal wirklich in der Luft hängen mit einer Entscheidung und sagen, da müsste die Partei involviert werden. Da könnte man ja durchaus mit dem Entwickler mal sprechen und fragen, gibt es da die Möglichkeit, noch das Feld einzubauen? Ist an die Partei zurückgespiegelt? Ist on hold deswegen? Ablauf unbekannt, weil Partei im Spiel? Das kann man ja alles machen. Ja, Toso, ich meinte das gar nicht lustig, aber das ist okay, dass du das lustig findest. Damit komme ich zu der Aussage, tote Hosen in Open Antrag, die du auch nicht lustig fandst. Ja, das ist immer eine Frage, mit welcher Form von Kritik man sich auseinandersetzen mag und mit welcher nicht. Wann man Kritik überzogen findet und wann nicht. Also ich persönlich, ich sag mal, wenn 41 Anträge ohne jegliche Reaktion sind in Open Antrag und das ist der aktuelle Status, komme ich auch auf die Idee zu schreiben, tote Hose in Open Antrag, ihr macht da nichts dran. Also ich weiß nicht, ich finde da schon, dass da ein Punkt gesetzt wurde. Und das war für mich auch tatsächlich der Punkt, wenn das draußen so ankommt, dass da tote Hose ist, dass ich sage, okay, jetzt müssen wir dringend was daran tun. Deswegen ist das heute hier auf der TO, also letztendlich wegen dieser Anfrage. Das kann man halt so oder so halten. Dann hatte ich noch was. Dokumentation hat, glaube ich, der Björn gerade schon ein Stück weit was zugeschrieben. Er hat eine alte Mail rumgereicht. Und ja, die Abläufe sind tatsächlich so, auf unserer Seite ist es gar nicht notwendig, an Open Antrag irgendwas zu machen an der Seite, sondern das ist von Anfang an klar, wir machen das in Redmine. Was ich jetzt aber schön fände insgesamt wäre so eine Aussage, okay, wir müssen irgendwie zu einer Regel kommen, eine Wasserstandsmeldung hat alle 3 Monate zu erfolgen oder sowas. Oder, weil ich kann ja nicht abschätzen, wenn ich tatsächlich so ein Ding habe wie Nichtraucherschutz, das liegt bei mir schon lange auf Halde, da habe ich mir immer wieder gedacht, das machen wir irgendwann mal wieder. Dann hat die FDP das jetzt gemacht im letzten Plenum und wir kamen nicht mit auf den Antrag drauf. So, was mache ich jetzt damit? Greife ich das nochmal irgendwann auf? Ich tue mich da auch schwer, dann zu sagen, naja, ist das interessanter? Ja, das ist interessanter, weil hier ist der entsprechende Workflow, den der Björn gerade mal freundlicherweise reingereicht hat. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt den Faden verloren, vielen Dank. Das war die Absicht. Ich hefte das an die Pinnwand, oder was? Nee, hier an den Monitor. Kai, kommst du dann auch langsam zu dir? War bestimmt nicht wichtig. Und Entschuldigung, gerade für Abgeordnetenwatch befüllen wir auch nicht. Ist natürlich so nicht richtig. Viele Leute beantworten Abgeordnetenwatch und zwar fast auf den Tag genau, wenn die Mail gekommen ist. Es gibt allerdings immer noch Dinge, die da offen sind und die haben wir auch schon mehrfach hier thematisiert. Wir haben auch die Hilfe angeboten. Ich verstehe nicht, warum das immer noch nicht passiert ist. Gut, ich habe die 15 Minuten sind lang um. Ich habe jetzt noch 3 Redner auf der Liste, die würde ich noch dran nehmen und dann würde ich gerne Pause machen. Nächster ist der Lukas. Ihr habt alle 19 Abgeordneten und alle persönlichen Mitarbeiter eine E-Mail am 28. Mai, also vor nicht allzu langer Zeit, bekommen. Der Titel war Open Antrag Clean Up. Ihr erinnert euch vielleicht. Hättet ihr diese E-Mail gelesen, hätten wir uns knapp 50% aller Wortmeldungen hier sparen können. Das Anliegen von Kai, darüber mal zu sprechen, inwieweit man dann regelmäßig Feedback gibt, finde ich okay, sollte da auch einfliegen. Aber dieser Prozess, den hier einige von euch sich angestoßen haben möchten, der wurde angestoßen. Diese E-Mail ist entstanden aufgrund eines Treffens von Nicole und mir in der Woche davor. Genau über diese Problematiken haben wir gesprochen, über den Bearbeitungsstillstand. Und der erste Schritt, das tagesaktuell zu bekommen, ist nämlich alle Altlasten zu beseitigen. Und deswegen habe ich auch dort in dieser E-Mail angekündigt, dass ihr alle
E-Mails bekommen werdet mit dem Link zu diesem Open-Antrag, der euch zugewiesen wurde, vielleicht auch noch nicht, aber spätestens dann, mit der Bitte um Feedback an Nicole, so damit sie dann weiß, ob das bei euch richtig ist, ob das bei euch falsch ist, ob ihr das macht oder nicht. Ich habe auch eine Frist, eine Deadline in diese E-Mail reingeschrieben, nämlich 13.06. Also jetzt noch 10 Tage habt ihr Zeit dazu, alle Altlasten zu beseitigen, zumindest Feedback dazu zu geben, ob ihr euch darum kümmert und wenn ja, in welcher Form. Und die Erfahrung, die unter anderem Nicole halt daraus ziehen wird, wird auch einfließen in diesen Workflow. Ja? Als Basis kann man das von Björn nehmen, mal gucken, ob man da noch was optimieren kann. Und dann bin ich eigentlich guter Dinge, dass wir da eigentlich einen ganz, ganz vernünftigen Umgang damit hinbekommen. Wenn ihr da noch Anregungen habt, was man vielleicht noch einbauen könnte, was man noch verbessern könnte, dann würde ich vorschlagen, schreibt das einfach mal in einer kurzen E-Mail an Nicole, dann wird es dort gesammelt und dann machen wir ein Treffen dazu an alle Leute, die Lust daran haben mitzuarbeiten und dann machen wir das verbindlich für die Fraktion. Da gibt es eine Handlungsanweisung, Open Antrag, dann wissen alle persönlichen Mitarbeiter, alle Abgeordneten und alle anderen, wie damit umzugehen ist, welche Fristen es einzuhalten gilt. Und dann bin ich da ganz zuversichtlich, dass wir das auch in Zukunft hinbekommen, dieses wertvolle Tool zu nutzen. So, dann noch Toso und als letztes zum Top dann der Olaf. Ja, auch 2, 3 konstruktive Ideen dazu. Zum einen sind ja unsere Fraktionssitzungen inzwischen nicht mehr ganz zeitlich komplett ausgefüllt. Von daher wird das vielleicht Sinn machen, wenn wir Zeit haben, auch neuere Anträge, die per Open Antrag reingekommen sind, einmal kurz vorzustellen. So als feststehenden Top, wenn die Zeit da ist. Zum anderen, Lukas, was ich ganz schön fände, um uns auch selber in den Hintern zu treten, man kann ja in diesem Redmine, also diese Open Antrag-Sachen werden ja im Redmine abgebildet, durchaus einen Timer reinsetzen, dass wenn ein Monat lang ein Ticket nicht mehr angefasst worden ist, dann kriegt derjenige halt eine Mail. Als Reminder. Und wenn er dann nicht reagiert? Kriegt er den nächsten Monat halt wieder eine Mail und so weiter. Kriegt er Haue. Wann kommen die Stromschläge? Auf jeden Fall kann man sich dann nie wieder rausreden mit der Nummer, auch wöchentlich, was weiß ich, mir egal. Auf jeden Fall kann man sich dann halt nicht rausreden, ist mir untergegangen. Okay. Na? Nein, nicht täglich. Dann richte ich einen Filter ein. Okay. Eine Sache hatte ich noch, die habe ich aber vergessen. Das geschieht mir aber ganz recht wegen Kai. Okay, dann der Olaf. Ist eigentlich alles schon gesagt worden. Finde ich toll. Gut, bevor wir in die Pause gehen, möchte der Daniel Schwert noch kurz jemanden vorstellen. Genau, damit ihr euch an das Gesicht gewöhnt, beziehungsweise es wiedererkennt. Das ist, ich bin auch in der Versage. Das ist Michael Klepsch, das ist mein neuer persönlicher Mitarbeiter. Also wenn ihr den irgendwo mal über den Flur laufen seht, dass ihr ihn zuordnen könnt. Wollte ich nur euch gesagt haben, dass ihr Bescheid wisst. Vielen Dank. Wir machen jetzt eine Pause bis 11.51 Uhr. Mal gucken, ob das klappt. Nein. Geklärt ist und im Lauf ist, machen wir weiter mit Top 7. Wir haben eine Initiative zu Open Education Resources entwickelt und dazu benötigen wir zunächst ein Gutachten. Möchtest du da zunächst zu reden, Moni? Ja, der Johannes wollte eigentlich auch kommen und was dazu sagen. Also wir wollen uns eigentlich nur im Bereich Schule und Bildung auf den Weg machen, weiterhin Open Education Resources zu fordern. Und wir würden gerne ein Schulbuch halt erstellen lassen, das wissenschaftlich begleiten lassen und versuchen auch im Schulministerium genehmigen zu lassen, einfach um zu zeigen, dass es funktioniert. Es geht, es ist auch so, dass wir inzwischen von kommunalen Stellen angesprochen werden, die großes Interesse auch da an der Entwicklung haben, einfach auch schauen wollen, wie geht es da weiter und hier könnten wir einfach nach vorne preschen, wenn wir hier Geld in die Hand nehmen. Und ich würde da gerne eure Zustimmung zu haben. Ich habe euch das auch geschickt, den Antrag, heute Morgen noch. Und würde halt euch bitten, dem zuzustimmen, dass wir da Angebote einholen können. Wir haben wohl auch schon jemanden, der da fit ist auf dem Gebiet. Und wir würden das gerne in Auftrag geben, damit wir im Herbst damit halt thematisch hier auch einen Aufschlag mitmachen können und weiterarbeiten können. Ist das auch eine Meldung? Dann ist jetzt Frank dran und dann Oliver. Ja, finde ich
sehr gut. Nur eine kurze Frage zum Verständnis. Es geht um die Studie, nicht um das Schulbuch selber. Ne? Doch, um beides. Es soll ein Schulbuch erstellt werden und gleichzeitig soll aber geguckt werden, wie viel Aufwand ist das, welche Kosten entstehen dabei, wie kriege ich das im Ministerium als Schulbuch genehmigt. Also die Schulbücher liegen ja in einem Genehmigungsverfahren. Das soll also sowohl als auch... Entschuldigung. Also es soll beides sein. Es soll ein Buch erstellt werden, aber mit der Begleitung, um nachher sagen zu können, das ist so und so viel Aufwand, so und so schwierig und da, dass man da gucken kann, wo gibt es da Probleme. Aber eigentlich geht es darum zu zeigen, es geht. Da ja, ist der Johannes wenn das dann geht, ist jetzt der ich, Frank dran und dann der Oliver. Also wenn das so geht mit unseren Mitteln, ist das noch besser, wenn, ist super. Wie gesagt, wenn das klar ist, dass wir die Mittel so verwenden dürfen, wäre das ganz toll. Oliver? Okay, dann ist das so eine Art, im Grunde ja so eine Art Modellversuch mit wissenschaftlicher Begleitung oder mit Analyse. Ich finde es generell gut. Ich habe eben mich ganz kurz mit Johannes noch über die Sache mit dem Bereich Deutsch unterhalten komme zum Schluss, dass man es auf zwei unterschiedliche Arten angehen kann, sozusagen einen Bereich auszusuchen. Klar ist Deutsch oder eine lebendige Fremdsprache was besonders viel eingesetzt wird, wo man besonders häufig Bücher braucht. Andererseits gibt es da natürlich Bücher zuhauf und die Schulen haben meist für diesen Bereich das Geld, Bücher zu kaufen. Generell fände ich es nicht schlecht, darüber nachzudenken, einen Bereich zu nehmen, wo es eher keine Bücher gibt, beziehungsweise die Schulen aus finanziellen Gründen gar keine anschaffen. Gerade da wäre es ja interessant, in eine Nische zu stoßen. Allerdings, ich sehe, es gibt zwei Herangehensweisen, das ist eine Wette. Entweder man sagt, okay, wir nehmen die Nische und wollen praktisch mal sehen, dass das hier neben den anderen Sachen angewendet wird, oder man geht aufs Ganze und sagt, nee, also wenn schon, dann nehmen wir was, was man überall gebrauchen kann. Du wolltest noch was sagen? Ja, dann kann ich jetzt noch kurz das wiederholen, was ich Oliver vorhin auf dem Flur schon gesagt hatte. Die Hintergründe, warum wir den Bereich Deutsch und lebendige Fremdsprache gewählt haben, sind, wie gesagt, auch außerdem für die Sekundarstufe 1. Das wäre etwas, wo man ein Buch für sehr viele Schüler auf einmal entwickeln kann. Zudem ist es ein Bereich, der auch außerhalb von Schulen interessant ist für Leute, die Sprachen lernen wollen. Weiter haben wir uns gedacht, dass es ein Bereich ist, wo man ein Buch sehr sinnvoll auch multimedial noch ergänzen könnte. Gesprochenes Wort ist da ja immer auch eine wichtige Sache. Und nicht zuletzt wäre das auch ein Bereich, wo wir jetzt schon gut sagen könnten, hier kennen wir in Universitäten Leute, die das machen können, die wir ansprechen können. Generell sehe ich kein Problem darin, wenn wir das noch erweitern würden und sagen, ja, Deutsch und lebendige Fremdsprache, außerdem noch Fächer, die desiderat sind. Also als Beispiel wird genannt, es gibt zurzeit kein aktuelles Schulbuch für den Grundkurs Physik in der Oberstufe. Wenn wir jemanden finden könnten, der das entwickeln möchte, wäre das ja auch nicht uninteressant. Also das waren die Gründe, warum Deutsch und lebendige Fremdsprache, aber von meiner Sicht aus wäre eine Erweiterung um Desiderate durchaus sinnvoll. Moni? Dito. So, ja, bitte. Ich habe zwar jetzt nicht den Ausführungen von Johannes in aller Vollständigkeit folgen können, aber ich wollte trotzdem noch mal zum Ausdruck bringen, dass ich sozusagen aus Sicht des Fraktionsbudgets sowas ohne weiteres, so eine gute Sache ohne weiteres darstellen lässt, sind ja auch Einmalkosten. Und die Studie kann man mit Sicherheit auch noch gut verwenden, allerdings, also für alle möglichen Zwecke, allerdings müsste da jetzt dann noch mal Design, Struktur und so weiter, das muss natürlich alles jetzt noch kommen. Aber vom Grundsatz her und um die Entscheidung soll es ja hier wohl gehen, vom Grundsatz her finde ich das ganz hervorragend und können wir auch darstellen. Gut,
sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann der Antrag liegt vor, spätestens seit der Mail von Moni heute Morgen 9.48 Uhr. Dann stimmen wir diesen Antrag jetzt ab und ich frage, wer diesem Antrag zustimmen möchte. Den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das ist einstimmig, vielen Dank. So, da haben wir, glaube ich, nichts mehr. Oder? Olli? Moni hatte noch einen anderen? Was war denn das noch? Nee, ich hatte Ihnen das vorhin gesagt, dass du zwei geschrieben hattest. Ja, also ich hatte nochmal den Punkt halt zum Thema Inklusion aufgeworfen. Ich würde das jetzt auch nicht nochmal wiederholen, aber Olli, du warst heute Morgen nicht da. Ich würde darum bitten, dass wenn jemand hier Tagesordnungspunkte setzt, dann nicht geschrieben wird, das diene irgendwie dazu, hier Dinge zu eskalieren. Das hat mich sehr betroffen gemacht. Wie wichtig der Punkt ist, hat sich heute Morgen... Genau, wie wichtig der Punkt ist, hat sich heute Morgen gezeigt, als wir über die Unterrichtung zum Thema Inklusion gesprochen haben, dass wir keine festen Zuständigkeiten haben. Das liegt einzig und allein daran, dass es ein Querschnittsthema ist, was ganz viele Ausschüsse hier betrifft. Und ich glaube, wir müssen das besser koordinieren. Der Stefan hat da viel in dem Bereich gemacht, aber die ursprüngliche Anschrift, die ich jetzt bekommen habe, da geht es um eine Werkstatt für psychisch Kranke, das ist ein Bereich Gesundheit. Es gibt immer wieder Anfragen, die gehören in den Bereich Bauen und Verkehr. Und ich möchte darum bitten, dass wir einen kleinen Arbeitskreis machen, uns ganz zeitnah mal einfach treffen, um zu gucken, wie teilen wir das auf. Wir brauchen aber einen als Ansprechpartner, der dann, sage ich mal, für Anfragen von außen zur Verfügung steht und die Sachen dann entsprechend verteilt. Weil wir im Moment, glaube ich, ist das ne, so, jeder kümmert sich da so ein bisschen drum, wo er meint, das könnte zu ihm passen. Das ist mir alles viel zu unstrukturiert. Und ich bitte einfach nur darum, dass mal die Leute, die, also ich weiß, dass es Sport ist. Wir hatten einen Antrag Inklusion im Sport. Richtig, Lukas? Ja. Ne? Also es betrifft Sport. Es betrifft Arbeit, es betrifft Soziales, es betrifft Gesundheit. Es betrifft teilweise, glaube ich, auch Kinder, Familie und Jugend. Und es betrifft den Schulausschuss. Ich weiß nicht, wer da noch von betroffen ist, aber dass diese Leute sich... Aushalten. Was? Kommunal. Ja, kommunal. Bezahlen müssen die aber. Bergbausicherheit. Wir müssen mal auf Rolli da reinkommen. Stopp. Und so weiter und so weiter. Es passt alles. Ja, ich möchte einfach nur, dass... Das war jetzt definitiv zu laut. Ja. Also ich sage das nochmal, es sind noch andere drin, es ist noch Bau und Verkehr drin, Stichwort barrierefreies Bauen, es ist zum Beispiel noch Integration drin, Stichwort Menschen mit Behinderung und Migrationshintergrund, es ist Kommunales mit drin, es ist HFA mit drin, weil Maßnahmen müssen auch finanziert werden, es betrifft im Prinzip praktisch alle Ausschüsse. Ja, und deshalb brauchen wir einen Koordinator, der sagt, ich stehe auf der Seite dann als Ansprechpartner für Inklusion in allen Bereichen, der dann aber die entsprechenden Anfragen rumschickt oder aber auch mal ein Treffen einberuft, wie jetzt zum Beispiel vor so einer Unterrichtung, wo er sagt, Leute, wir müssen uns jetzt mal alle irgendwie, die betroffen sind, zusammensetzen. Und es geht mir halt nur darum, dass wir das irgendwie geregelt kriegen. Das müssen wir ja auch nicht jetzt und hier machen, nur ich möchte dieses Schreiben nicht in 4 Wochen beantworten, ich möchte das diese Woche noch beantworten. Da werde ich nämlich gefragt, wer ist da zuständig. Und da hätte ich gern einfach eine Klärung, dass wir uns irgendwie zusammensetzen, dass einer den Hut auf dem Kopf hat und sagt, ich bin der offizielle Ansprechpartner und gebe die Sachen dann an die entsprechenden Leute rum. Toso und dann Frank? Ja, bis jetzt sind aber schon ganz viele dieser Anschreiben bei dir aufgelaufen. Ja, aber bei Stefan vermute ich ja auch, ne? Ja, aber könnt ihr euch dann im Kurzen zusammensetzen, wer das jetzt beantwortet? Ich meine, wenn das jetzt... Das müsste theoretisch unser gesundheitspolitischer Sprecher jetzt übernehmen, diesen Termin mit diesen Leuten. Okay, also ja, das ist schon richtig. Was haltet ihr einfach davon, wenn ihr zu dritt da eine Arbeitsgruppe zu macht? Du bist aber auch davon betroffen. Hä? Du bist ja auch betroffen. Frank? Gut, der gesundheitspolitische Sprecher sagt da gleich noch was zu. Trotzdem würde ich gerne dich vorschlagen für die Koordination
dieser Gruppe. Wenn er, ich finde, dass, wenn der Stefan das machen möchte, soll er das gerne tun. Ich weiß nicht. Ja, ich, ne, weil wir hatten ja auch mal irgendwie sowas wie, ich sag mal, den Ausdruck finde ich ganz grausam, einen behindertpolitischen Sprecher, ne, müssen wir über das Wort gar nicht reden, aber was? Ja, hört sich ne, sehr viel besser an. Ne, deshalb würde ich das halt gerne... Also wenn die Fraktion das wünscht, mache ich das. Wünschst du das denn? Olaf. Okay, Stefan, wenn du das machen möchtest. Ich hatte ansonsten auch erstmal, weil es zurzeit ja der große, also Inklusion ist ja eigentlich hauptsächlich zurzeit oder aufgrund der Schule, so nehme ich es zumindest wahr, aufgrund dessen, dass es in die Schule kommt, wird es auch in die anderen Gesellschaftsbereiche mit hineingetragen. Die Grundsache ist aber immer noch derzeit auch der größte Diskussionspunkt, auch sehr wahrscheinlich jetzt noch mindestens ein Jahr lang, wird ja noch die Schule sein. Und deswegen hätte ich erstmal gedacht, thematisch, weil das meiste wird in deinen Bereich fallen. Keine Frage, natürlich, klar, wenn jetzt die Behindertenwerkstatt kommt oder die Werkstatt für psychisch Kranke, bin natürlich wieder eher ich dran, Bauen und Verkehr wäre dann wieder eher, Stefan. Das wäre jetzt einfach nur wegen der, dass die Menge sowieso bei dir hängen bleiben wird, weil das meiste wird sich sehr wahrscheinlich um Schule drehen. Lässt sich aber natürlich alles ändern, sobald sich herausstellen sollte, dass diese Annahme falsch ist. Von daher hatte ich dich vorgeschlagen, allerdings würde ich mich auch nicht wehren, wenn Stefan das jetzt machen möchte. Frank. Dann würde ich vorschlagen, dass genau ihr drei, die jetzt gerade hier angesprochen worden sind, Moni, Stefan, Olaf, wegen der auch gerade von Olaf beschriebenen Punkte, euch zusammensetzt und, ich sage mal, aus eurer Mitte vielleicht eine Einigung findet, wer für das Thema Inklusion, was uns hier hauptsächlich im Bereich Schule eigentlich, glaube ich, auch betrifft, wer da der Hauptansprechpartner ist. Ansonsten sehe ich mich auch vom Kommunalausschuss sicherlich, dass ich auch dazu komme, wenn dann diese Gruppe existiert. Und auf jeden Fall bin ich dabei. Danke. Tja, das klingt doch nach einem Plan. Wunderbar, Team ist gebildet. Müssen noch mal kurz zurückspringen zu Top 3. Es soll noch einen gemeinsamen Antrag geben von SPD, Grünen und Piraten, der noch nicht abgestimmt ist. Lukas, bitte. Ja, da muss ich mich bei euch entschuldigen. Ich war gerade eben im Augenblick unachtsam und dann habe ich es vergessen zu erwähnen. Und zwar geht es halt um den Antrag klares Bekenntnis finanzieller Unterstützung für Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für die Paralympics. Ja, Inklusion, eventuell auch. Und zwar geht es halt, dieses Event wird halt vom Bund und Ländern finanziert und der Bund veranstaltet die Abschlussveranstaltung in Berlin mit 700.000 Euro und möchte sich da jetzt stufenweise zurückziehen. Also zum Vergleich, allein das Land NRW ist da halt mit 1 Million Euro beteiligt. Das Ding ist mit 800.000 Teilnehmern so der größte Schulsportwettbewerb, den es gibt. Und eben dieser Antrag von Rot-Grün, ursprünglich Rot-Grün, der sagt eigentlich so, der Bund soll sich da nicht zurückziehen und möchte das gerne weiterhin zementieren. Wir haben uns im AK und auch mit Sebastian kurz gesprochen, halten das prinzipiell für eine gute Sache, dass auch dieser Bereich, zumindest dieser Abschlusswettbewerb, dann halt auch vom Bund mitfinanziert wird. Und deswegen würden wir ganz gerne mit auf diesen Antrag draufkommen, dem wir so oder so zugestimmt hätten, so zumindest die Abschlussempfehlung. Das heißt, ich würde ganz gerne darüber abstimmen und eure Meinung, ob wir uns diesem Antrag von Rot-Grün anschließen dürfen. Gut, dann machen wir das doch direkt. Wer ist dafür, dass wir uns diesem Antrag anschließen? Bitte ich um das Handzeichen. Das ist einstimmig. Vielen Dank. Danke. Kriegen wir auch Honig? So, wenn ich das richtig sehe, sind wir mit allen Top... Schafskäse mit Honig, cool. Des öffentlichen Teils, wollte ich sagen. Aber du hast noch was für einen Öffnen? Daniel? Nee, ich würde noch kurz gleich was sagen, aber im nicht öffentlichen Teil, danke. Okay. Ja, ich habe gerade, ich weiß nicht, ob wir gerade über aktuelle Dinge reden wollen. Also ich freue mich sehr, dass die CDU offenbar auch einen NSU-Untersuchungsausschuss einrichten möchte. Das finde ich toll soweit. An der Stelle können wir tatsächlich der CDU dankbar sein.
Ja, wie soll ich sagen? Ich kann aber nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte, dass offenbar die CDU gerade alleine dazu eine Pressekonferenz abgibt. Das war das, was ich auch im geschlossenen Teil gleich noch was zu sagen wollte, aber das können wir auch hier machen. Nee, das können wir ja öffentlich machen. Also das ist ja eine Pisse, die hier läuft, das ist ja unfassbar schlecht. Ja, also so toll ich das wirklich finde, dass die CDU sich dazu durchringen kann, damit ist unserem Wunsch, wir haben ja lange hier darüber diskutiert, gerade über den NSU-Untersuchungsausschuss, und wir haben uns ja bewusst dazu entschieden, dass wir gesagt haben, wir stellen diesen parteipolitischen Scheiß irgendwo in den Hintergrund, um halt diese Ereignisse, die da passiert sind, eben tatsächlich aufzuklären. Und die CDU dreht das Ding hier gerade genau um und versucht, das Teil halt eben zu ihrem Untersuchungsausschuss zu machen. Ich habe genau das erwartet, Dirk. Und ich hatte das ja auch in den Diskussionen gesagt. Und ich war ja von Anfang an dafür, dass wir den Antrag einfach stellen und die anderen halt hier doof vor die Wand laufen lassen. Aber das ist nicht schlimm. Ich finde gut, dass wir ja ein Ergebnis damit erreichen, nämlich dass der NSU-Untersuchungsausschuss eingerichtet wird. Aber ich glaube, wir müssen uns hier wirklich ganz, ganz dringend darüber unterhalten, inwieweit wir uns wirklich hier auch nur mit irgendeiner Fraktion über irgendetwas verständigen möchten. Die werden jedes Thema, egal was wir tun, was wir machen, werden die immer wieder parteipolitisch halt eben ausschlachten. Das ist keine Überraschung, aber ich will das einfach an der Stelle noch mal so erwähnen. Also ich bin gerade wirklich massiv angepisst darüber. Ja, was soll ich? Ja, ich kann da hingehen, aber... Okay, deine Bord. Wir müssen sehr genau darauf achten, wie dieser Untersuchungsauftrag formuliert werden wird von der CDU. Der wird nicht derselbe sein, den wir haben. Ja, und das ist nämlich der interessante Punkt. Wir haben jetzt wahrscheinlich keine Chance mehr, unseren fertigen Antrag einzubringen im Juni noch. Ne? Dann schlage ich vor, dass wir genau das tun. Dass wir diesen Antrag, den wir fertig haben, jetzt noch für die Juni-Sitzung einbringen. Toso? Also erstmal, wir sind hier sehr, sehr stark im Thema. Das hilft dem Gelegenheitszuschauer und Hörer hier nicht. Ich wollte einmal noch mal kurz sagen, dass Birgit seit Wochen und Monaten an der Erstellung eines entsprechenden Antrags zur Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses hier für Nordrhein-Westfalen fürs Plenum gearbeitet hat, für den Landtag, das jetzt inzwischen seit Wochen fertig ist, das wir hier als Fraktion schon beschlossen haben. Wir brauchen allerdings für die Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses die Unterstützung einer anderen Fraktion. Birgit hat sich im Prinzip die Hacken wund gelaufen bei allen anderen Fraktionen. Dass SPD und FDP nicht mitmachen, war klar. Dass die Grünen nicht mitmachen, ist schon schade, vorsichtig formuliert. Auf die CDU hatten wir eigentlich da gar nicht so gesetzt. Die haben aber seit Wochen Gesprächsbereitschaft signalisiert. Das nur mal einmal zum Ablauf. Damit jeder das... Nee, Gesprächsbereitschaft mit uns. Bitte jetzt hier kein Derailing, auch wenn es lustig ist an der Stelle. Die haben Gesprächsbereitschaft mit uns signalisiert. Und uns versucht jetzt wirklich seit Wochen hinzuhalten, dass jetzt da ein Alleingang gestartet wird. Kann ich Daniel nur zustimmen? Unglaublich. Und bitte auch so zu bewerten. Und ich bitte darum, dass wir unseren Antrag, der ja seit Wochen fertig ist, jetzt schnellstmöglich ins Plenum bringen. Joachim? Ja, ich kann auch nur begrüßen, dass ein solcher Ausschuss zustande kommt. Nicht nur die Birgit, die den Löwenanteil der Erarbeitung unseres Antrags geleistet hat mit ihren Mitarbeitern, ist da zu nennen. Auch ich bin involviert gewesen von Fraktionsspitze zu Fraktionsspitze. Und mir ist zuletzt noch seitens der CDU signalisiert worden, dass die Erstnennung von uns Piraten, was das Bestreben, einen solchen Ausschuss einzurichten, angeht, natürlich nicht unter den Tisch fallen darf. Und ich erinnere jetzt hier die Unionsfraktion öffentlich daran, dass das nicht unter den Tisch fallen darf und frage mich gleichzeitig, warum wir nicht mit auf diesem Antrag sind. Und zweitens natürlich, inwieweit dieser Antrag mit unseren sehr detaillierten Ausarbeitungen, über die sich die Union extrem lobend geäußert hat, von dem differiert. Das ist eine ganz entscheidende Frage und politisch finde ich das nichts anderes als eine Frechheit und zeigt, was Absprachen hier in dieser Form des Parlamentarismus wert sind. Ja.
Moni. Ja, also ich stimme dir zu, man kann das auch anders interpretieren und einfach sagen, die sind cleverer. Ne? Abgezogener, abgebrühter, nenn es, wie du es willst. Die Frage, die ich habe, ist, haben die einen Antrag eingereicht? Und wenn nicht, sollten wir jetzt ganz, ganz schnell unseren Antrag einreichen, weil der erste, der eingereicht ist, ist der, der steht. Und insofern würde ich, bitte? Ja, go. Ja, go. Geht bitte unterschreiben. Ne? Genau, geh und go. Nee. Der ist beschlossen, aber der ist nicht eingereicht. Dann rennst hoch, unterschreibt und raus. Daniel ist dran. Ja. Also, wir können das jetzt schnell machen mit dem Einreichen. Ich befürchte nur, dass die CDU das eben schon gemacht hat. Ja, aber wissen wir nicht. Ist egal, unterschreibt das Ding, haut das Ding raus. Ich bitte euch, war ich überhaupt dran jetzt? Ich habe jetzt einfach umgelabert, aber ich glaube, ich war sowieso dran. Dann hätte ich dich schon unterbrochen. Danke. Ja, sorry, ich bin dermaßen angepisst darüber. Lasst uns bitte wirklich auf allen Kanälen versuchen, das ganz... Bitte. Ja, hab ich ja gerade gesagt, das ist ja klar. Also mir liegen Informationen vor, dass die halt genau bis vor 3 Minuten eine Pressekonferenz gegeben haben, wo sie angekündigt haben, diesen NSU-Ausschuss zu fordern. Die Medien berichten auch zum Teil schon darüber, erwähnen uns allerdings auch, dass wir den Antrag vorbereitet haben, der nun von CDU eingereicht wird. Deswegen meine Empfehlung, ich habe ihn nicht gesehen, aber so schreibt es. Also es gibt einen Artikel, der sagt, die Piraten hatten die Idee, die CDU macht es nun. Deswegen, das ist nicht der Journalist, der da jetzt gerade den Bock missbaut. Ich würde es mit allen klar machen, deswegen meine Empfehlung, wir reichen den Antrag so, wie er vorbereitet war, heute noch ein. 14 Uhr ist Anmeldeschluss, glaube ich, ne? Es gibt keinen Anmeldeschluss. Wofür? Ach, das war letzte Woche. So schnell wie möglich. Jetzt brauchen wir das nicht zu diskutieren. Das weiß keiner genau. Raus, unterschreiben, einreichen. Und dann können wir drüber nachdenken. Dann stimmen wir ab und raus damit. Dann können wir schon abgestimmt. Ach so, haben wir schon. Der ist schon vor Wochen abgestimmt. Ja, Daniel. Und man könnte ja auch drüber nachdenken, für nach der Mittagspause selbst eine Pressekonferenz einzuleiten. Wir nehmen aber jetzt nur den direkt mit der direkten Einsetzung. Den anderen unterschreibe ich nicht. Ne? Das ist ja. Ich, okay, dann darf ich noch fortführen. Also genau das, was Ingo jetzt letzten Endes gesagt hat, habe ich ja gerade angedeutet, das wird eben genauso passiert sein. Also Bodo Löttgen hat gerade, also eben auch getwittert, ein Foto von der Landespressekonferenz. Wir reden also hier nicht über irgendwelches Gedöns. Das ist tatsächlich so, ja. Ingo hat gerade auch gesagt, es gibt erste Berichte. Den ersten Bericht, den ich dazu gefunden habe, ist von dem Herrn Kellers für WDR Online. Der berichtet auch, ich glaube, verhältnismäßig fair, wo wir durchaus entsprechend gewürdigt werden, dass wir diejenigen sind, die das hier so ein bisschen in Gang gebracht haben. Nichtsdestotrotz steht halt natürlich dann eben in der Überschrift, ich habe es jetzt schon wieder weg, CDU beantragt Untersuchungsausschuss. Ne? Also wir stehen dann zwar irgendwann im Artikel, aber so die Headline, und das wird in den anderen Medien sicherlich eben genauso sein, wird halt eben lauten, dass die CDU das macht. Und da müssen wir halt jetzt, und ich sage mal, dass, ja, Ingo, eigentlich darfst du hier tatsächlich gar nicht rumsitzen, das ist jetzt die Aufgabe, hier wirklich allen Journalisten hier ganz klar zu verdeutlichen. Nein, das war jetzt überzogen. Ne? Das sollten wir jetzt wirklich ganz, ganz massiv angehen. Lass uns das bitte auch hier auf Twitter und so weiter folgt den Leuten, schreibt denen, dass wir es tatsächlich sind. Bringt Birgit da ins Spiel. Birgit ist diejenige, die das Ganze hier federführend bei uns gemacht hat. Und Birgit sollte diejenige sein, die gefälligst heute Abend auch bei RTL NRW, bei Sat1 NRW und so weiter und so fort in den Berichten da auftaucht.
ich möchte eben nicht nur Armin Laschet oder weiß Gott wen von der CDU da sehen. Das kann es ja nicht sein. Frank. Okay, da ist jetzt schon fast alles so gesagt worden, aber ich wollte wirklich auch bitten, jetzt vor allen Dingen Joachim, wegen deiner Gespräche, die du vorher geführt hast, jetzt tätig zu werden, dich hinzusetzen mit Ingo und mit Birgit, zu gucken, was jetzt zu tun ist. Und ich finde, es ist auch ein Test für die Presse, zu sehen, was jetzt berichtet wird, weil es hat zu unserem ersten Aufschlag, dass wir das machen wollen, hat es ja Berichte gegeben. Es ist ja nicht unbekannt, dass wir da vor 4 Wochen schon, haben wir das ja öffentlich gemacht, als wir den Antrag abgestimmt haben. Da wurde teilweise darüber berichtet. Das heißt, es ist grundsätzlich bekannt, wer sich hier gekümmert hat. Und ich bin sehr gespannt, ob da auch solche Fragen gerade auf der PK gestellt worden sind. Genau. Was denn mit unserem Antrag, mit unseren Inhalten gemacht wurde und wie die CDU dazu steht. Da bin ich sehr gespannt auf die Berichte und ich denke, es ist sehr gut, wenn jetzt halt Aktivität in Gang kommt und genau, und sich das jetzt hier auflöst und genau, ich war fertig, glaube ich. Ne? Ja, mach das nicht. Ich brauche keinen Schlusssatz. Ich kann das noch anlassen. Nö, es hat sich erledigt, ist alles super, gesagt. Toso. Ja, es löst sich, glaube ich, nicht hier auf, Frank. Wir machen ja ganz normal weiter. Nochmal für alle Zuhörer und Zuschauer, das Gesetz über die Einsetzung und das Verfahren von Untersuchungsausschüssen des Landtags Nordrhein-Westfalen sagt halt in § 2 Einsetzung Absatz 2, dass der Landtag das Recht trotzdem hat, bitte auf Twitter keinen Journalisten beleidigen, danke. Also Einsetzung, der Landtag hat das Recht auf Antrag von einem Fünftel der gesetzlichen Zahl der Mitglieder die Pflicht, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Das haben wir nicht. Wir haben 7,8% bei der letzten Wahl erreicht. An der Stelle für alle diejenigen, die wollen, dass auch ohne die CDU solche Dinge möglich sind, weil wie die CDU reagiert, sieht man ja. Nächste Wahl 25% Piraten, bitte. Danke. 20. Reicht mir auch. 23. Ein Fünftel der gesetzlichen Zahl der Abgeordneten, das sind 37. Du bist aber lieber. Oliver, wolltest du gerade noch was Qualifiziertes sagen? Oder? 23. So, keine weiteren Wortmeldungen mehr dazu. Das heißt, wir würden jetzt in den nicht öffentlichen Teil gehen. Das scheint der Fall zu sein. Gut, dann tschüss und.